Einen schönen guten Morgen, meine Damen und Herren. Hier sind wir wieder live mit dem Westart Talk. Unser Thema heute ist: Du bleibst, was du bist. Über Chancengleichheit in unserer Gesellschaft. Also es geht um sozialen Aufstieg und die Möglichkeiten dazu. 177,23, diese Zahlen sind so eine Art Schlüssel dafür. Von 100 Akademikerkindern nehmen 77 ein Studium auf. Von 100 Kindern aus nicht-akademischen Familien nur 23. Aufstieg durch Bildung, das war mal das große Versprechen in den 60er Jahren von der SPD. Was ist daraus geworden? Sind solche Namen wie beispielsweise in der Politik Ex-Kanzler Schröder, Joschka Fischer, Peter Altmaier, Andrea Nahles, sind solche Persönlichkeiten, solche Namen rühmliche Ausnahmen? Ist Chancengleichheit nur ein hohles Wort? Darüber diskutiere ich heute Morgen mit meinen Gästen. Ich freue mich auf die stellvertretende Ministerpräsidentin Silvia Löhrmann. Sie ist als Ministerin verantwortlich für Schule und Bildung in Nordrhein-Westfalen. Deutschland ist ihm zu ungerecht, zu chancenarm, zu undurchlässig, zu negativ, zu festgefahren. Dabei ist er, ein Arbeiterkind, heute ein preisgekrönter Journalist. Herzlich willkommen, Marco Maurer. Sie ist als Tochter eines mittelständischen Unternehmens aufgewachsen und führt diesen Betrieb heute schon mit ihrem Vater. Marie-Christine Ostermann, herzlich willkommen. Seine Eltern waren Akademiker, kamen aus Syrien und zwar schon in den 70er Jahren. Aladin El Mafalani arbeitet heute als politischer Soziologe an der Fachhochschule Münster. Und Robert Kisch, er war ein renommierter Journalist, unterwegs in der Welt. Aber durch die Krise, die auch den Journalismus erreichte, wurde er seinen Job los und arbeitet heute in einem Möbelhaus. Ein Abstieg, über den er einen vielbeachteten Roman geschrieben hat. Ja, schön, dass Sie alle da sind, heute Morgen hier live. Robert Kisch ist ein Pseudonym und ich verrate es, der Bart ist nicht echt, die Haare sind auch nicht echt. Warum sind Sie verkleidet? Mir geht es ja in diesem Buch um meine Branche und ich möchte nicht, dass man direkt von meinem Gesicht zurückschließen kann auf dieses Haus, in dem ich arbeite. Es geht mir um eine ganze Branche, eigentlich um den ganzen Zustand. Und das ist wichtiger als jetzt meine konkrete Person. Das heißt, um das klarzustellen, Sie waren als Journalist, sind Ihren Job losgeworden, haben dann bei einem Möbelhaus angefangen und da arbeiten Sie auch noch. Das heißt, Kunden sollten Sie auch nicht erkennen. Ja, das ist das Entscheidende, klar. Also es geht mir, wie gesagt, nicht um dieses eine Haus, es geht um eine ganze Branche und es geht ja auch um die Journalismusbranche. Ja, es geht eigentlich, wenn man es genau nimmt, um die Welt. Es geht immer um die Welt. Im Kleinen. Jedenfalls war er ein erfolgreicher Journalist und dann kam die Wirtschaftskrise. Plötzlich und unerwartet war es aus mit dem Erfolg. Eigentlich klingt Möbelhaus ja noch ganz gut, aber wer diesen Roman liest, der wird merken, es ist so etwas wie eine spätkapitalistische Hölle in seinen Augen. Eine Hölle der Niedriglöhner und der Provisionskrieger. Einst war er ein renommierter Journalist, der Reportagen aus aller Welt schrieb, Hollywood-Stars interviewte, dann seinen Job verliert und heute als Möbelverkäufer arbeitet. Unter dem Pseudonym Robert Kisch hat er einen Tatsachenroman geschrieben, Möbelhaus. Es geht einem einfach dabei das Herz auf, wenn man das Gefühl hat, dass man irgendwo auf der einen Seite den Kunden zufriedengestellt hat und auf der anderen Seite auch noch für sein Unternehmen irgendwo gewinnbringend gearbeitet hat. Offizielle Version eines Mitarbeiters aus der Wohlfühlwelt eines Möbelhauses? Kisch jedenfalls hat andere Geschichten aufgeschrieben. Über Provisionsdruck, Erfolgszwang und Psychoterror. Nicht schöner Wohnen, sondern Albtraum-Arbeitswelt. Das ist seine Botschaft. An seinem Arbeitsplatz begegnet Kisch noch anderen, deren Weg von oben nach unten verlaufen ist. Einstige Musiker, Maurer, Hoteldirektoren und Studenten. Kisch kommt zu dem Schluss: Talent reicht nicht. Ein etabliertes Elternhaus und entsprechende Vernetzung, das ist, was zählt, wenn man oben bleiben will. Das ist eine bemerkenswerte Geschichte, Herr Kisch. Wieso waren Sie eigentlich erst gut im Beruf als Journalist und dann wirklich weg vom Fenster? Das ist ein längerer Prozess. Das geht wie bei all diesen Dingen nicht von heute auf morgen. Im Nachhinein frage ich mich das auch, wie das passieren konnte. Wenn ich dann aber mit vielen sogenannten freiberuflichen Journalisten rede, merke ich, das ist ja ein Normalzustand. Hätte ich kein Kind, das ist ein ganz entscheidender Punkt, hätte ich kein Kind und keine Familie, würde ich mich ja auch nach wie vor durchschlagen, wie so viele in Köln oder Berlin oder München oder Hamburg. Aber mit Familie, wo man ein regelmäßiges Einkommen braucht, gab es irgendwann so einen Punkt, wo ich gemerkt habe, nein, Schlussstrich, es geht nicht mehr. Es muss einen regelmäßigen Job geben, es muss regelmäßig Geld reinkommen. Genau. Was ist denn jetzt genau das Schwierige an diesem Beruf? Eben gab es ja einen Kollegen, der das hohe Lied sang. Aber was ist bei Ihnen das, was Sie so schwierig, ja, menschenunwürdig finden?
es ist ja in Ordnung, wenn jemand wie dieser Mann, der vorgestellt wurde, sagt, ich mache das mit Leib und Seele und ich möchte das gerne. Das ist ja völlig in Ordnung. Aber im Einzelhandel, würde ich mal behaupten, sind so 90-95% der Menschen gezwungen, irgendeinen Job zu finden und sie fangen dort an. Und dann ist natürlich eine schwierige Sache mit der positiven Einstellung, wenn es eigentlich nur darum geht, Geld zu verdienen. Naja, gut. Das geht ja erstmal in den meisten Berufen, muss man richtig, dazu sagen. Ganz klar. Also ein entscheidender Schlüssel, so wie ich Ihren Roman verstanden habe, ist natürlich auch, dass man auf Provision arbeitet. Genau. Was hat das zur Folge? Provisionsverkauf ist eine unglaublich brutale Geschichte. Der ganze Wert als Mensch oder als Persönlichkeit wird ja darauf reduziert, was du an Umsatz bringst. Und in vielen Häusern ist es ja auch so, dass das Grundeinkommen, was man dort zusammen verdient, ist ja von vornherein nicht zu berechnen. Man fängt an zu arbeiten, man weiß gar nicht genau, was man am Ende des Monats hat. Und das zehrt natürlich unglaublich an den Kräften. Und schafft Konkurrenz unter den Kollegen. Genau, es gibt keine Solidarität oder weitgehend nicht, weil es natürlich nur darum geht, dass man gucken muss, Umsatz zu schreiben. Wenn man das Buch liest, merkt man, da steckt auch eine Portion Wut dahinter bei Ihnen. Also die Unzufriedenheit mit dem Job und das Gefühl, so habe ich es verstanden, dass man ein Stück Würde verloren hat. Ganz klar, ja. Wir haben ja so eine Mentalität in dieser Gesellschaft, die mit einem Werbeslogan zu fassen ist. Geiz ist geil. Das hat sich ja doch sehr durchgesetzt. Frau Löhrmann, wenn Sie in ein Geschäft gehen, so Sie da Zeit zu haben, und kaufen, ob das Kleidung ist oder ein Möbelstück, was auch immer, denken Sie überhaupt darüber nach? Hier könnte Provision eine Rolle spielen? Ich überlege jetzt, wann ich eine letzte größere Anschaffung gemacht habe. Die habe ich jetzt gerade im Urlaub gemacht. Und das war nun eher ein Handwerksbetrieb, wo der das angefertigt hat, was ich mit nach Hause gebracht habe und gut gebrauchen kann, wo der das mit großer Liebe gemacht hat und mit großer Freude. Das nennt man nicht entfremdete Arbeit. Offensichtlich, ja. Und ich war in Italien. In Italien gibt es auch noch einen ganz anderen Einzelhandel. Ich musste jetzt gestern auf der Rückfahrt noch was einkaufen und wollte das in der Innenstadt tun, in einem kleinen Geschäft, wo man mal eben noch ein bisschen Brot, ein bisschen Obst kaufen kann. Das ging nicht, einen Bäcker gab es noch, aber ansonsten mussten wir zum Einzelhandel rausfahren, wie die meisten älteren Menschen oder Frauen mit Kinderwagen oder Väter mit Kinderwagen dann auch. Also das heißt, die Frage, was verbinden wir mit unserer Arbeit, ist natürlich eine zentrale Gerechtigkeitsfrage. Wer hat Freude an seiner Arbeit, arbeitet dann möglicherweise auch länger als die um die 40 Stunden. Aber ich glaube, das machen wir uns zum Teil nicht mehr klar. Und wir sollten es uns klar machen. Und da ist der Mindestlohn natürlich ein Faktor, der immer noch ein bisschen umstritten ist, der aber natürlich auch zu mehr Gerechtigkeit beitragen. Und dass man von der Arbeit, die ein normaler Mensch macht, dass man davon auch sich und seine Familie ernähren kann. Sie bringen es auf den Punkt. Und deshalb ist dieses Buch, Das Möbelhaus von Robert Kisch, eben auch nicht nur ein Buch über seine Tätigkeit als Möbelverkäufer, genau, sondern einer über unsere Arbeitswelt, den Wert von Arbeit, aber auch die Einstellung von vielen Menschen, die sie damit verbinden, die Einstellung zur Arbeit überhaupt. Sie beschreiben die Kunden als zum Teil sehr unhöflich, sehr schnodderig, den Verkäufern auch gegenüber. Wie würden Sie die Haltung vieler beschreiben, beziehungsweise das, was es bei Ihnen auslöst? Ich würde nicht das Unhöfliche in den Vordergrund stellen. Das Grundproblem, was ich sehe, ist, dass vielen Kunden gar nicht mehr klar ist, was dahinter steht, hinter Kaufen. Sie haben das Gefühl, sie müssen das Beste rausholen aus dem, was sie selber verdient haben. Sie verstehen aber nicht, dass auf der anderen Seite Kunden, Verkäufer sind, die von dieser Provision leben. Diese Vorstellung, wenn ich dem Besitzer des Möbelhauses jetzt das etwas Geld aus den Rippen leiere, dann habe ich einen Gewinn gemacht. Sie verstehen nicht, dass dahinter wieder andere sind, die darunter leiden. Wir sind in einem riesigen Kreislauf gefangen, in dem wir versuchen, all das Beste aus unserem Erwirtschaften rauszuholen, sehen aber nicht, was dahinter noch an Schattenseiten steht. Da gibt es ein Zitat von Ihnen, was ich mir aufgeschrieben habe. Geld macht alles so kalt und dunkel und tot. Dass es nur noch um das Pekuniäre geht, nur darum, möglichst viel rauszupressen. Weil man ja auch als Verkäufer kein Mensch mehr ist in dem Sinne. Also man ist ja nur noch irgendwie, entweder ist man Personal oder man ist irgendwie ein Betrüger. Wieso meinen Sie, dass ohne Psychopharmaka der Kapitalismus am Ende ist? Das ist, ja, das klingt so ziemlich bescheuert, aber das Interessante war für mich dieser unglaublich hohe Krankenstand, der in dieser ganzen Branche herrscht. Und da ist mir halt klar geworden, das geht so auf die Dauer, kann das nicht weitergehen. Sie haben vorhin das Wort Mindestlohn, den Begriff in die Runde gebracht. Frau Ostermann, Sie sind Unternehmerin. Wir haben den Mindestlohn jetzt. Sind Sie darüber glücklich oder unglücklich? Ich bin sehr unglücklich über den Mindestlohn, muss ich ganz ehrlich sagen. Es ist
natürlich so, dass die Menschen, die von dem Mindestlohn profitieren, da einen großen Vorteil von haben. Aber wenn wir mal bedenken, dass wir über 50.000 Schulabbrecher jedes Jahr haben in Deutschland und auch viele Menschen, die Schwierigkeiten hatten in der Schule, vielleicht einen extrem schlechten Lebenslauf auch hatten. Diese Menschen werden in Zukunft vom Arbeitsmarkt größtenteils ferngehalten werden, weil sie gar nicht mehr die Chance haben, überhaupt einen Job ergreifen zu können und sich mit eigenen Beinen aus dem Sumpf wieder rausziehen zu können. Das heißt, Sie meinen, die Schulmisere lässt sich durch den Mindestlohn einigermaßen relativieren, weil dann haben Sie wenigstens eine Chance, Arbeit zu kriegen. Ja, es ist ja so, dass Sie, wenn Sie Unternehmer sind, nur Arbeitsplätze zur Verfügung stellen können, wenn sich das irgendwie rentiert. Weil Sie haben eine Gesamtverantwortung für das Unternehmen. Sie müssen profitabel wirtschaften. Wenn ein Arbeitsplatz zu teuer ist, dann überlegen Sie als Unternehmer natürlich, was Sie machen. Und meistens werden diese Arbeitsplätze dann eingespart und vielleicht auch durch Maschinen ersetzt. Und das kommt denjenigen zu Lasten, die eben sehr, sehr schlechte Chancen am Arbeitsmarkt haben, auch Langzeitarbeitslose zum Beispiel. Und das ist einfach sehr, sehr schade und hat mit Chancengerechtigkeit leider nichts zu tun. Sie sind auf der Seite der Unternehmer. Ich habe mich gefragt beim Lesen, wäre es nicht möglich gewesen, von Seiten der Kolleginnen und Kollegen in jenem großen Möbelhaus, in dem Sie tätig sind, mal das Gespräch mit der Unternehmensführung zu suchen und zu sagen, unsere Arbeitsbedingungen sind so schlecht und so unwürdig, das muss geändert werden. Wir müssen einen neuen gemeinsamen Weg finden. Das war für mich auch das Interessante, dass diese Zersplitterung untereinander so stark ist, dass es überhaupt keine Form von Gemeinsamkeit mehr gibt. Es gibt viele, die sogar nicht mal wussten, dass es einen Betriebsrat gibt. Diese Vorstellung, alle an einem Strang zu ziehen, um etwas zu verändern, die ist so weit weg von vielen Arbeitnehmern, dass es für mich völlig geflasht hat, wie man so schön neudeutsch sagt. Das ist weit weg von allem. Man versucht irgendwie durchzuwursteln, aber die Vorstellung, dass alle zusammen etwas erreichen könnten, das ist längst verloren gegangen. Wird aber auch ganz aktiv von vielen Unternehmen unterstützt, dass es überhaupt nicht mehr die Solidarität geben kann. Es wird ja oft beklagt, dass viele Menschen von dem, was sie erarbeiten, nicht tatsächlich leben können, nicht richtig über die Runden kommen. Bei Ihnen habe ich gedacht, Simone de Beauvoir hat mal gesagt, Mutterschaft als Falle. Bei Ihnen war die Vaterschaft eigentlich die Falle. Ja. Es hat ja auch Ihr Männlichkeitsbild in Frage gestellt. Sie waren bis dato der Ernährer der Familie. Und wenn ich das Buch richtig verstanden habe, hat Ihre Frau Sie auch nicht mehr ganz für voll genommen, als dann plötzlich weniger kam. Ja, das ist schon ein interessanter Punkt, auch ein ganz Wunderpunkt. Aber als Alleinverdiener, der plötzlich ausfällt, verliert man tatsächlich auch so ein bisschen an Respekt. Das ist schon auch ein ganz, ganz schwieriger Punkt, ja, richtig. Ihre Frau hat sich von Ihnen getrennt, ja, und ist jetzt in besseren finanziellen Verhältnissen, vermute ich einfach mal. Das weiß ich gar nicht mal. Aber interessant ist trotzdem, okay. Ja, aber trotzdem ist schon der interessante Punkt, ist tatsächlich, dass in dem Moment, wo man ausfällt als Alleinverdiener, verliert man tatsächlich auch als Wert als Mann. Mhm. Herr Maurer, die Verhältnisse in der Arbeitswelt, hat sich das nach Ihrer Beobachtung, auch Sie sind Journalist, hat sich diese Verhältnismäßigkeit geändert in den letzten Jahren? Früher sprachen wir von Solidarität, von Gemeinschaft, von einem Weg beschreiten. Ist die Arbeitswelt in Gänze härter geworden? Das ist eine sehr, sehr schwierige und große Frage, die Sie mir jetzt da stellen. Auf den Journalismus bezogen? Oder? Nein, ganz allgemein. Sie beschäftigen sich ja mit vielen Menschen, die auch einen Aufstieg geschafft haben, die in bestimmte Arbeitsverhältnisse gegangen sind, ganz bewusst, die auch bereit sind zu leisten. Meinen Sie, es ist schwieriger geworden, als es früher war? Also wenn wir vom Aufstieg sprechen, der ist sehr viel schwieriger geworden. Davon gehe ich aus. Und da sind solche Dinge wie prekäre Umstände in bestimmten kreativen Branchen, wie zum Beispiel im Journalismus, spielen da eine sehr starke Rolle, weil solche Dinge kann man sich eventuell nur leisten, wenn man ein gewisses Kapital im Rücken hat. Also und da spreche ich jetzt nicht nur vom Journalismus, sondern vielleicht auch von der Wissenschaft. Da gibt es ganz viele prekäre Arbeitsbedingungen, Juniorprofessuren, die werden befristet angestellt. Das muss man sich leisten können. Nur jeder neunte Professor hat einen Arbeiterhintergrund oder sogar einen kleinen Beamtenhintergrund. Und das sagt ja auch schon viel, weil man sich das nicht leisten kann. Herr Mafalani, wenn Sie auf die Arbeitswelt gucken oder dieses Beispiel hier auch nehmen, was macht es in Ihren Augen heute schwierig, wenn man einen Aufstieg geschafft hat? Das hatte ja Herr Kisch durchaus, diese Position zu halten. Wie wichtig sind Netzwerke, Verbindungen, auch Herkunft? Die Herkunft ist unheimlich wichtig, aber selbst wenn man relativ erfolgreich bereits ist, also wir sehen, man schafft das Abitur,
und fängt an zu studieren, beendet vielleicht sogar ein Studium. Der Herkunftseffekt, also der Beruf des Vaters, den kann man statistisch selbst dann noch nachweisen, wenn dann die weitere Karriere verfolgt wird. Und wir sehen, die Einkommensschere geht auseinander, aber auch die Unterschiede in den Arbeitsbedingungen gehen ganz deutlich auseinander. Und das hängt mit unheimlich vielen Faktoren ab. Aber eine Sache, die, glaube ich, auch ein bisschen was mit dem Bildungssystem zu tun hat, muss man bedenken. Wir hatten, Sie haben gerade Kapitalismus angesprochen, wir haben eine ganze Zeit lang gedacht, Konkurrenz, das ist was, was die Gesellschaft voranbringt. Und das stimmt auch. Wir haben nur jetzt den Zustand, dass wir so richtig Konkurrenz haben. Denn früher war es so, man blieb so in seiner Schicht und innerhalb der Schicht gab es vielleicht ein bisschen Konkurrenz. Jetzt gibt es Konkurrenz zwischen allen Menschen in unserer Gesellschaft, zwischen verschiedenen Gesellschaften. Also wir haben noch nie so viel konkurriert mit sogenannten Dritte-Welt-Ländern wie heute. Also dieses Konkurrenzsystem überbietet sich permanent und wir merken nun, dass Konkurrenz alleine kein Regelungsmechanismus ist für den Ablauf, für den vernünftigen, geordneten Ablauf in so einer Gesellschaft. Aber jetzt muss ich mal ganz kurz widersprechen, weil ich die ganze Zeit merke, dass ein sehr, sehr schlechtes Bild des Kapitalismus, der Wirtschaft eigentlich gemalt wird hier. Und im Prinzip leben wir in Deutschland ja in dem System der sozialen Marktwirtschaft. Dass also Wettbewerb herrscht für die beste Leistung, aber die Menschen, die Schwierigkeiten haben, die werden auch aufgefangen und jedem wird auch weitergeholfen. Und ich finde, wir sollten auch viel mehr über die Chancen sprechen, wie positiv dieses Wirtschaftssystem insgesamt ist. Denn im Vergleich, gerade in den letzten Jahren, auch in der Schuldenkrise in Europa, war Deutschland immer das Zugpferd und das Land mit der niedrigsten Arbeitslosigkeit und wo es den Menschen insgesamt sehr, sehr gut geht. Und es wird immer sehr viel über prekäre, schlechte Beschäftigung gesprochen. Aber es sind ja in Relation gesehen nur sehr wenige Menschen in Deutschland, die eigentlich keine Chancen haben. Und die Mehrheit, die lebt ja gut, denen geht's gut. Und wir müssen unbedingt darüber sprechen, wie wir den Menschen helfen können, die Schwierigkeiten haben, hochzukommen. Und da kann ich nur sprechen als Unternehmerin. Es gibt so viel Bedarf, auch für Ausbildungsplätze, für junge Menschen. Und man muss die Talente der jungen Menschen finden und das Bildungssystem stärken und verbessern und sich auf die Chancen konzentrieren und auch nicht immer nur darüber sprechen, wie schlecht der Kapitalismus ist und dass man jetzt noch mehr regulieren muss und auch immer noch viel mehr umverteilen muss, Geld umverteilen muss. Wir haben so viel Umverteilung in Deutschland und ich fände es viel, viel wichtiger, die positiven Seiten der Wirtschaft auch zu sehen und versuchen, den Menschen zu helfen, die eben Probleme haben, dass sie bessere Chancen bekommen. Eine Frage dazu, Sie haben ganz recht, Deutschland hat ja die Finanz- und Wirtschaftskrise sehr gut überstanden. Im Vergleich zu allen anderen europäischen Ländern. Trotzdem ist es so, dass es in fast keinem europäischen Land so viele Geringverdiener gibt wie in Deutschland. Ist das ein Widerspruch oder passt es zusammen? Also ich wollte auch gerne noch mal was zum Mindestlohn sagen, weil Sie eben gesagt haben, der Mindestlohn löst etwa Industrialisierungsprozesse aus. Also ich meine, wir sind als eines der Länder gewesen, was ganz spät den Mindestlohn eingeführt hat. Wir haben in Großbritannien, in Frankreich, in anderen europäischen Ländern, fast in den meisten, haben wir den Mindestlohn. Auch dort gibt es natürlich Industrialisierungsprozesse. Dass bestimmte Arbeiten ersetzt werden durch Maschinen, was ja durchaus auch gut ist, um Menschen schwere Arbeit abzunehmen. Und deswegen glaube ich, diese Gleichung, die Sie aufgemacht haben, Mindestlohn gleich Jobabbau, das lässt sich nun nicht darstellen. Auch die ersten 100 Tage Mindestlohn geben das nicht her. Bürokratie ist die eine Frage, kann man da was einfacher machen, damit das die Unternehmen nicht überfordert. Aber aus sozialpolitischen Gründen, da ist das auf jeden Fall eine Errungenschaft, die eben Menschen, die nach unten etwas eine Decke einzieht und, oder ein Netz einzieht, unter das man einfach nicht runterfallen kann. Und das würde ich nicht wollen, dass wir das schlecht reden, sondern das ist gut, dass das endlich durchgesetzt worden ist und dass es auch im Großen und Ganzen ja breit akzeptiert ist, um so eine prekäre Situation und solche Ängste, die damit ja auch verbunden sind. Das sind ja Schicksal, sind ja nicht Menschen, die wir hier sitzen haben, den Herrn Kisch, der sozusagen selbst verschuldet mal eben jetzt zu faul ist und nichts mehr. Also diese klassischen Muster, die da bedient werden, was das nicht hergibt. Und die Frage der Ausbildungsstellen, das will ich auch noch mal sagen. Wir gucken uns das alle halbe Jahr gut an in unserer Regierung mit allen Sozialpartnern. Das ist nicht mehr so einfach zu sagen, Ausbildungsstelle. Und man findet keinen, wenn wir auf der anderen Seite tausende von jungen Leuten haben, nicht
mit einem nur geschafften Hauptschulabschluss, sondern auch mit einer mittleren Reife, die keinen Ausbildungsplatz finden. Also das heißt, einfach zu tun, als wäre alles in Ordnung, das finde ich verkürzt gesprungen. Wir stehen gut da, aber trotzdem gibt es noch eine Menge zu tun, gerade was die sozialpolitische Dimension unseres Gesellschafts- und Wirtschaftssystems. Ich würde auch was sagen wollen. Also 1,6 Millionen Kinder sind von Kinderarmut in Deutschland bedroht. Also das widerspricht so ein bisschen dieser Saga, die mir hier von der rechten Seite erzählt wird. Also das sollte man vielleicht auch mal einwerfen. Gut, aber Frau Usmann hat ja mit Recht gesagt, es geht um Chancengleichheit. Genau das ist unser Thema heute auch. Aber diese Kinder haben auch keine Chancen. Ja, aber ja. Das wollen wir ja gerade aufdröseln. Ja. Wer welche Chancen in dieser Gesellschaft hat und inwieweit Aufstieg möglich und auch haltbar gemacht werden kann. Ich frage mich nämlich, Sie sind auch, wenn ich das so sagen darf, etwas pauschal, ein Aufsteiger. Sie haben einen sozialen Aufstieg geschafft, sind dann ins Trudeln geraten durch die Wirtschaftskrise und müssen jetzt kleiner stapeln, wenn ich das so sagen darf. Herr Elmar Falani hat eben ein Stichwort gebracht, wie wichtig auch Herkunft ist, um jemanden auch aufzufangen. Glauben Sie, dass Ihr Fall in Anführungszeichen nach unten hätte abgefedert werden können, wenn Sie aus gesicherteren Verhältnissen gestammt hätten? Ja, natürlich. Das habe ich schon häufiger gesagt. Wenn ich aus einem wohlhabenden Hause wäre, dann würde ich ja auch nicht in einem Möbelhaus arbeiten. Dann würde ich irgendwie als Privatier weitermachen oder freischaffender Künstler sein. Das ist schon sehr hoch. Nein, auch sonst. Es ist ja immer ganz interessant. Ich hatte mit jemandem mal telefoniert, der in einer ähnlichen Situation war, der aus einem sehr begüterten Elternhaus kam. Und seine Reaktion auf die Situation war, ich schau mal, ich telefoniere mal. Das ist halt so der Unterschied. Mir fehlt dann halt dieses extreme Netzwerk, das halt über die Eltern und teilweise über die Großeltern sogar kommt, wo man irgendwie abgefangen wird. Oder einen Satz möchte ich noch dazu sagen. Gerne. Von meinem Herzen her bin ich ja vollkommen auf Ihrer Seite. Ich finde das toll, wenn Unternehmer immer so reden. Und ich finde das prima. Nur meine Erfahrung ist, es ist halt auch viel Scheiße, um es mal so dramatisch zu sagen. Und das ist halt für mich dieser Konflikt. Prinzipiell, ich habe das im Buch auch beschrieben, ich war ja im Grunde, sage ich mal, eher so CDU. Und jetzt bin ich im Grunde in eine andere Richtung gewandert, aufgrund meines eigenen Schicksals. Ich würde das gerne unterstützen, aber ich erlebe halt vieles anders. Ja, jetzt fühle ich mich natürlich so, als ob Sie meinen, ich würde einfach nur so reden und gar nicht in der Praxis das auch so umsetzen. Aber natürlich ist es so. Ich stamme selber aus einem Unternehmen, was es schon seit über 90 Jahren gibt, mit einer Ausbildungsquote von über 10%. Und Sie müssen sich trotzdem auch mal vor Augen führen, dass in Deutschland 95% der Unternehmen Familienunternehmen sind. Und dass dort die Arbeitsbedingungen insgesamt eigentlich sehr positiv sind. Es wird in Generationen gedacht, die Mitarbeiter arbeiten langfristig dort. 80% der Ausbildungsplätze werden auch von Familienbetrieben gestellt. Also es gibt sicher auch Negativbeispiele. Auch Schlecker ist so ein Negativbeispiel. Und die gibt es ja glücklicherweise auch heutzutage nicht mehr. Aber insgesamt gibt es auch sehr, sehr viele Unternehmen, die sehr gut mit ihren Mitarbeitern umgehen, gute Arbeitsbedingungen schaffen. Aber man muss ihnen auch Chancen ermöglichen, weiter die Menschen gut zu beschäftigen. Da muss ich noch mal auf Ihren Kommentar vorhin zurückkommen. Die Dokumentationspflichten beim Mindestlohn, die sind so schwierig, dass es für Unternehmer beispielsweise kaum noch möglich ist, Vertrauensarbeitszeit zu schaffen, Homeoffice-Arbeitsplätze für junge Mütter, weil die genau dokumentieren müssen, wann fange ich an, wann höre ich auf, wann mache ich Pause. Der Unternehmer muss dafür haften, weil die ganze Zeit so ein Misstrauensverhältnis da ist, weil immer unterstellt wird, die Wirtschaft ist der Ausbeuter, der die Mitarbeiter malträtiert und schlecht behandelt. Und das ist ja gar nicht so. Oder auch für junge Praktikanten, die aufgrund des Mindestlohns keine Praktika außerhalb der Pflichtpraktika noch machen können. Sie verbauen leider so viele Chancen für junge Menschen, für Ausbildungsplätze, für Arbeitsplätze, für die Zukunft, durch diese ganze Regulierung, die keinen Sinn macht. Das ist unser Thema heute, meine Damen und Herren. Chancengleichheit in der Gesellschaft. Ist Aufstieg möglich oder du bleibst, was du bist, wie auch immer. Sie können mitdiskutieren. Wir haben unser sogenanntes Gästebuch geöffnet. Wie beurteilen Sie die Chancengleichheit unserer Gesellschaft? Wie durchlässig ist die Gesellschaft? Was sahen Ihre persönlichen Erfahrungen? Und welche Rolle spielt die soziale Herkunft? Einfach ins Internet gehen unter www.west-art.de oder einfach über Facebook natürlich. Das Thema heute ist genau das, was Sie gerade noch mal umrissen haben, nämlich diese Möglichkeit, gute Arbeitsplätze zu schaffen, die soziale Herkunft auch hinter sich zu lassen. Er, mein Sitznachbar, ist der Sohn einer Friseurin und eines Kaminkehrers. Seine Lehrer trauten ihm nun wirklich nicht allzu viel zu und empfahlen die Hauptschule. Margot Meurer erzählt, wie ihm gegen die Mechanismen seiner Schule, seines Schulsystems, der Aufstieg gelang. Sie zum Beispiel haben es geschafft, sich von unten nach ganz oben durchgekämpft. Ex-Bundeskanzler Gerhard Schröder, der Schauspieler Jürgen Vogel oder die Moderatorin Nazan Eckes.
Mit eisernem Willen, Ausdauer und Fleiß. Wer will, der kann. Oder doch nicht. Von 100 Akademikerkindern studieren 77, also gut drei Viertel. Von 100 Kindern aus Nicht-Akademikerfamilien schaffen es nur 23 an die Universität, also knapp ein Viertel. Die Botschaft für sie heißt wohl immer noch, du schaffst es nicht. Zwar hat sich ihr Anteil vergleichsweise seit den 60er Jahren vervierfacht, aber Chancengleichheit weit entfernt. Das gilt auch für Kinder aus Zuwandererfamilien. Nur rund 12% von ihnen studieren. Biss muss man haben, wenn man nach oben will. Das weiß auch Marco Maurer. Er hat Deutschlands undurchlässiges Sozialgefüge hautnah erlebt. Sein Artikel in der Zeit »Ich Arbeiterkind« machte Furore. Er bekam eine Flut von Zuschriften und verschiedene Journalistenpreise. In den letzten zwei Jahren befragte er Vertreter aus Politik und Wirtschaft, die selbst aus einfachen Verhältnissen stammen. Sind unsere Schulen wirklich ungerecht? In seinem Buch jedenfalls kommt er zu dem Ergebnis, bei uns entscheidet fast immer noch die soziale Herkunft. Herr Maurer, 20 Jahre nach der Aussage, Marco schafft das nicht, sind Sie zu Ihrem früheren Lehrer gegangen und haben da geklingelt. Das finde ich eine sehr komische Situation. Was wollten Sie von dem? Wollten Sie dem mal so richtig die Meinung geigen oder wollten Sie dem einen pfeffern? Nein, weder das eine noch das andere. Es war kein Racheakt oder so etwas. Er sagte zu meiner Mutter auch bei einem Elternabend, als es um die Realschulempfehlung ging, das hat doch keinen Wert bei ihm. Und diesen Satz müssen ja Lehrer zum Teil heutzutage noch sagen. Sie müssen es nicht in dieser Art und Weise sagen, aber diese Empfehlung auf eine weiterführende Schule, die gibt es ja weiterhin. Mhm. Und ich wollte einfach mal hören, was er zu diesem Satz damals sagte und damit anderen Lehrern, die heute in dieser Situation stehen, so jedes halbe Jahr, mal mit auf den Weg gehen, dass sie da ein bisschen sensibler, wenn sie ihn denn schon aussprechen müssen, diesen Satz, dass sie ein bisschen sensibler damit umgehen. Das war so mein... Es war ja auch eine schön beschriebene Szene, dass Ihre Mutter damals so auf so einem Schülerstuhl Platz nehmen musste. Das heißt, die Eltern sitzen dann in einer kleinen Rolle vor dem großen Lehrerpult und der Lehrer sitzt erhöht. Ja. Das macht natürlich noch ein bisschen kleiner. Und Ihre Mutter war dann noch kleiner, weil sie fühlte sich einfach völlig überfordert und vor einer Autorität. Vor einer Autorität. Und das ist ja genau die Sache, dass wenn man aus einem... nicht akademischen Haushalt kommt, dann vor dieser Autorität manchmal zurückschreckt. Meine Mutter hat es getan und heute tun es eben... Deswegen konnten Sie ihr im Grunde genommen auch keinen Vorwurf machen, weil Sie ja mittlerweile einsehen, wie Ihre Situation damals gewesen ist, dass Sie sich gar nicht wehren konnte. Ja, nee, mach ich auch nicht. Ja. Sie sind eine Art Bildungsprofi geworden, Sie haben sich durchgesetzt, Sie waren insgesamt, Sie haben es mal aufgelistet, was für Schulformen Sie alle durchsucht haben, Sie haben das Abitur dann eben nachgemacht, Sie haben studiert, Sie haben noch ein anderes Studium angefangen, also Sie haben ganz, ganz viel gelernt in Ihrem Leben, waren ganz, ganz lange Schüler und sind sozusagen Bildungsprofi. Sie haben diesen Artikel geschrieben, ich Arbeiterkind, obwohl Sie den Begriff nicht mögen, der klingt auch ein bisschen altmodisch, ein Arbeiterkind. Das ist wahnsinnig altmodisch, also ich mag ihn überhaupt nicht, er blickt so nach hinten in die Vergangenheit. Aber er erzählt nichts von Chancen, die man vielleicht ergreifen könnte. Man könnte auch, ist auch kein schöner Begriff, weil er so technisch ist, aber man könnte auch sagen, Erststudierender in einer Familie. Das ist was Positives, aber das... Klingt relativ lang. Die Verkürzung in den Medien lässt das wohl nicht zu. Nee, man kann auch Studienpioniere sagen. Das halt vielleicht auch schon besser. Ja, das klingt so ein bisschen nach Fähnchen-Fiedelschweif, falls Ihnen das was sagt. Also ein bisschen nach Pfadfindern. Also das ist auch nicht vielleicht so ganz so gut. Wir können ja noch einen suchen. Das hat auch damit zu tun, ich komme ja aus einer ähnlichen Geschichte, weil für uns der Begriff Arbeiter aber auch nichts Positives mehr hat. Wenn wir mal so an die alte Geschichte denken, ne, ganz, ganz früher, Sie kennen es wahrscheinlich, da war der Arbeiter ja noch irgendwas, wo man auch Hoffnung verband oder irgendwas. Das hat sich ja alles erledigt. Ne? Sprechen wir doch von Aufstieg, dass wir eine Bildungsaufstiegsrepublik sein wollen und das ermöglichen wollen mit allen Möglichkeiten. Ich glaube, da sind wir alle d'accord. Das ist ein sind Konsens wir auch parteiübergreifend in dieser Runde. D'accord, dass wir das wollen und dass wir da was dran tun viele, müssen. Viele sind da d'accord, aber man muss schon unterscheiden, weil wir haben über verschiedene Sachen gesprochen. Ja. Also einmal geht es um Chancen. Nennen wir es mal Möglichkeiten. Und das ist tatsächlich so, in Deutschland wird jedem, egal wie schlecht es geht, eine Möglichkeit gegeben, eine neue Möglichkeit. Keiner muss am Ende irgendwo in der Sackgasse bleiben, das stimmt. Chancengleichheit ist was anderes. Was ganz anderes als das, was Sie gerade meinten. Das hat mit sozialpolitischen Leistungen nichts zu tun, mit dem Mindestlohn nichts zu tun, mit den Themen gar nichts zu tun, sondern es hat damit zu tun,
Kann man als Frau das Gleiche erreichen wie ein Mann? Kann man als Kind aus der Unterschicht das Gleiche erreichen wie Kinder aus der Mittelschicht? Kann jemand, der ausländischer Herkunft ist oder Migrationshintergrund hat oder eine internationale Geschichte, auch schöneres Wort für Migrationshintergrund, werbe ich für, dass man das internationale Geschichte nennt, können diese Menschen das Gleiche erreichen, auch mit einer gleichen Wahrscheinlichkeit wie Urdeutsche, um das jetzt mal blöd zu formulieren? Das ist Chancengleichheit. Also Chancen, Sozialpolitik ist was ganz anderes als Chancengleichheit, also Mindestlohn, Möglichkeiten, die Familienunternehmen Auszubildenden geben, die vielleicht keinen Schulabschluss geschafft haben und so weiter, setzt da an, wo Chancengleichheit nicht realisiert wurde. Das sind zwei verschiedene Sachen. Und die Antwort auf all seine Fragen ist eigentlich nein, das ist nicht möglich. Also Frauen haben definitiv ein Manko dadurch, dass sie benachteiligt werden. Wie war der Begriff? Menschen mit anderem Kulturhintergrund. Internationalen. Da kommt es aber darauf an, kommt der aus Amerika oder jetzt gerade als Flüchtling? Auch das. Ja? Also da gibt es auch noch Unterschiede. Ja. Also wenn wir jetzt bei der akademischen Karriere bleiben, dann auch aus Handwerkerbetrieben zum Beispiel. Also da gibt es dann einfach dadurch, dass da so milieuspezifische Dynamiken dann noch. Ja, milieuspezifisch sagen Sie, Sie haben ja auch Arbeiterkind, die Begrifflichkeit hin oder her, die Arbeiterkind-Initiative ergriffen bzw. mitgegründet. Nein, das ist falsch, nicht gegründet. Ich war Teil dieser Initiative. Mitgemacht. Das heißt, Leute, oder Persönlichkeiten, die verschiedene Herkunftsmerkmale haben, setzen sich zusammen und versuchen sich was zu stärken, wie in einer Selbsterfahrungsgruppe? Ja, klar. Ja, man sagt dann wohl Bildungsferne, so egal aus welchem genauen Ursprung die dann am Ende kommen. Und ja, das hat vielleicht auch was mit einer Art Selbsthilfegruppe zu tun, aber es hat vor allem damit zu tun, dass man ein Netzwerk aufbaut und dieses Netzwerk dann untereinander vielleicht pflegt und anderen Menschen, die vielleicht in der gleichen Situation sind, aber vielleicht 5 Jahre zuvor, hilft. Man geht an Schulen und sagt denen, hey, ihr seid begabte junge Menschen, aber euch sagt es keiner oder ihr werdet nicht entdeckt. Und wir versuchen dann mal zu gucken, ob es da vielleicht doch noch jemand geben würde. Und das passiert ja auch in NRW mittlerweile durch Suat Yilmaz, ein Talentförderer. Der macht ja ein ähnliches Prinzip mit seinen Kollegen. Der reist durchs Land und versucht, diese Menschen, die das Bildungssystem bisher nicht entdeckte, zu integrieren. Also eine Form auch letztlich von Networking. Man sagt ja Frauen oft, dass sie das nicht so gut können, wie Männer es schon längst gelernt haben. Sie sind ja auch verknüpft durch Networking mit anderen, auch Unternehmerinnen, Unternehmern. Wie wichtig ist das in Ihrer Position für Sie? Netzwerke sind natürlich immer wichtig. Wenn man Leute kennt mit guten Verbindungen, dann kann das weiterhelfen, sehr weiterhelfen. Neben der Qualifikation und der Kompetenz, die natürlich auch extrem wichtig ist. Und da ist es gerade ganz zentral auch für Unternehmer, dass sie diese Netzwerke auch weiterbilden zu Schulen, ganz engen Kontakt zu den Schulen haben. Was Sie gerade sagten, finde ich ganz wichtig. Die jungen Menschen müssen erkennen, wo ihre Talente sind. Und da brauchen sie Unterstützung. Sie brauchen Patenschaften, sie brauchen Mentoren, sie brauchen Menschen aus Personalabteilungen, von Unternehmen, die mit jungen Menschen darüber sprechen, wo sie eigentlich ihre Interessen und Talente haben. Denn wenn ich beispielsweise für unsere Ausbildung Einstellungsgespräche führe, da sitzen so viele junge Menschen mit 18, 19 Jahren, die eigentlich gar nicht wissen, was sie können, wo sie gut drin sind und wo sie hinwollen. Und wenn ich dann frage, möchten Sie gern bei uns arbeiten oder vielleicht lieber in der Branche oder in der, dann kommt so oft, ich weiß es eigentlich gar nicht so genau, was ich möchte. Und da müssen wir ansetzen, uns darauf konzentrieren, eine bessere Berufsorientierung. Das deckt sich auch mit dem, was Sie beschrieben haben. Aber wenn man aufsteigen will, braucht man eigentlich immer irgendeinen Förderer, eine Förderin. Ja, also ohne alles geht es nicht. Ja, das ist richtig. Also ich habe das ja jetzt quasi auch an mir gesehen. Ich hatte eine Lehrerin, die mich gefördert hatte. Eine strenge Lehrerin, die auch immer gegen das, also sie hat mit dem Schulsystem hat sie sich nie anfreunden können. Ich glaube, das war gut so. Und mit dem Bayerischen in dem Fall. Und das war ein Vorteil. Und auch mit den Menschen, denen ich geredet habe, sei es Rüdiger Grube, Chef der Deutschen Bahn oder Cem Özdemir, die hatten immer Menschen an ihrer Seite, die meistens außerhalb des Schulsystems standen und gesagt haben, hey, dieser Mensch, der ist begabt und dem müssen wir helfen. Und das ist dann für mich eben auch ein Zeichen, dass unser Schulsystem eine Schwäche hat. Weil eigentlich, finde ich, müssen unsere Schulen das eigentlich auch erkennen und nicht irgendwie Leute von außen. Und das geschieht noch zu wenig.
Das ist interessant, Sie haben gerade den Namen schon genannt, Rüdiger Grube beispielsweise, Cem Özdemir. Grube, mit dem Sie sich lange unterhalten haben, hat sozusagen zugegeben, ganz natürlich, dass er auch durchaus Selbstzweifel hat, dass er im Grunde genommen kritisch mit sich und anderen umgeht. Und diese Unsicherheit als ein Merkmal haben Sie bei vielen, Unsicherheit im positiven Sinne auch, Zweifler, Kritiker. Selbstkritiker. Haben Sie eigentlich bei fast allen Aufsteigern festgestellt? Ja, das kann man sagen. Es gab so zwei, drei Gemeinsamkeiten, die alle hatten. Das war ein, sie war zweifelnd, könnte man sagen, nachdenklich, aber vor allem waren sie ein wenig antihierarchisch. Sie haben vielleicht auch andere Dinge, machen sie anders, wie Leute, die sonst in diesen Positionen vielleicht sind. Und das macht eine Art von Vielfalt in diesen Unternehmen aus. Und das war sehr wichtig. Und auf das, was Sie ansprachen, was auch so war, jedem dieser Menschen fiel dieser Weg wahnsinnig schwer. Also Rüdiger Grube, ich habe ihm von der Studie erzählt, die sagt, Menschen aus bildungsfernen Milieus, die leiden doppelt so häufig an Burnout oder an einer Depressionserkrankung, ob er das denn verstehen kann. Und er sagte mir darauf sehr offen, ja, er kann das verstehen, weil sein Weg so schwer war. Und das ist so eine ähnliche. Und er ja selber als junger Mann auch tatsächlich mal so eine Art Burnout schon hatte. Ich würde jetzt nicht von Burnout, von Erschöpfungszustand sprechen. Ja. Aber und er schiebt es auch so durch diesen schwierigen Weg. Und unsere Kinder, die müssen heute noch so schwierige Wege gehen. Herr Kisch, haben Sie das? Sie haben eben einen Kollegen erwähnt, der aus gutem Haus stammt, also aus reicherem Haus stammt, um es klar zu sagen, der sich eine gewisse Gelassenheit leisten kann in einer Situation, die ähnlich ist wie die Ihrige. Haben Sie das festgestellt, dass bei Leuten, die einen familiären Background haben, hinter dem auch Geld steht oder eine gewisse alte Selbstsicherheit, dass die diese Fremdheit oder dieses Kritische nicht so haben? Die haben das gar nicht. Nein, das ist richtig. Nein, man darf ja nicht vergessen, es gibt halt sehr viel Geld in diesem Land, aber es ist ja nicht gleichmäßig verteilt. Und gerade in den ganzen Medienberufen, in Kreativberufen gibt es ja viele, die müssen ja auch gar nicht mehr Geld verdienen. Die arbeiten ja wirklich, weil es ihnen Spaß macht. Und es gibt auch einzelne Medienunternehmen, die profitieren davon. Also ich habe selber letztens noch mal einen Fall gehört, da hat man ein Volontariat angeboten. Man könnte aber kein Geld bezahlen. Die Person sollte sich arbeitslos melden und dann würde man halt von dem Arbeitslosengeld das machen. Und andere, die müssen halt gar nicht mehr, die haben halt das Geld von den Eltern. Ganz wichtige Sache. In diesem Möbelhaus zum Beispiel, in dieser Branche, ist ja auch ein ganz anderer Punkt. Da sind ja jetzt nicht Menschen zusammengekommen, die noch aufsteigen wollen, sondern das sind ja alles Menschen, die noch irgendwie überleben wollen. Dieser Einzelhandel oder viele dieser Branchen, das sind ja so Auffangbecken für all die, die noch irgendwie gucken, dass sie durchhalten wollen. Das ist vielleicht so ein Teil von Menschen, über die wir noch gar nicht gesprochen haben. Wir reden gerne über Aufstieg, aber viele Menschen in Deutschland haben ja eher das Problem, dass sie gucken, wie komme ich überhaupt noch irgendwie durch? Zum Beispiel gibt es eine Frage, die ich ja gerne mal endlich ehrlich beantwortet haben möchte. Warum stellt man eigentlich keine Leute ein, die 50 sind? Was ist das Problem daran, Leute einzustellen, die dieses Alter haben? Die Frage kann ich Ihnen gerne beantworten, also bezogen auf unser Unternehmen. Wir stellen sehr viele ältere Menschen ein. Wir haben eher das Problem, dass wir die lange halten wollen im Unternehmen, aber aufgrund der Rente mit 63 sagen, die ist zwar schön bei euch, aber ich kann jetzt auch in Rente gehen. Ich habe eher das Problem, dass ich händeringend auch nach Älteren suche. Wir haben auch viele, beispielsweise die vom Bergbau kommen, die sind Anfang, Mitte 50, die haben Talent, die haben Motivation, die wollen arbeiten, aber die dürfen auch nur für 450 Euro im Monat sich was dazu verdienen, was auch eigentlich eine Verschwendung von Talent ist. Das sind Leute, die wollen und dürfen nicht. Also, Man muss erstmal noch mal dazu sagen, es ist die Lebensmittelgroßhandel, in dem Sie tätig sind, damit man überhaupt mal eine Vorstellung hat, was haben Sie für ein Unternehmen, beziehungsweise mit Ihrem Vater gemeinsam führen Sie es ja jetzt. Ich würde gerne einmal kurz zurückkommen, doch auf das Thema Aufstieg. Gerne. Sie haben in Ihren ganzen Recherchen über Aufstiegsmöglichkeiten, über Chancengleichheit unter anderem auch einen Besuch in Finnland gemacht, um zu gucken, die sind beim PISA-Test damals auf Platz 1 gelandet. Was machen die eigentlich anders? Wie gehen die mit Schülern um? Das als Frage eines Mannes, dem vor 20 Jahren gesagt worden ist, der schafft es sowieso nicht. Was hat Sie da beeindruckt? Zuerst muss ich sagen, ich bin da sehr kritisch hingefahren, weil ich diese ganze Lobhudelei auf Finnland irgendwie nicht ertragen konnte, die man immer hörte in den letzten Jahren. Dachte ich mir, ich eigentlich mal mit einer ablehnenden Haltung hingefahren, hat irgendwie leider nicht so lange angehalten. Ich würde sagen, ich war 2 Stunden in der Schule, die sind alle mit Wollsocken rumgelaufen und das war die Oberfläche, die war schon sehr hübsch. Oder die Unterfläche. Oder die Unterfläche mit den Socken, ja. Aber ist leiser dann. Es war einfach so, da gehen die Menschen, Kinder, neun Jahre zusammen in eine Schule. Es war eine Schule mit sehr hohem Migrantenanteil, zwischen 40 und 70% in der Klasse.
also durchaus vergleichbar mit Schulen in Deutschland. Und es waren 2 bis 3 Lehrer immer da, also so bei 10 Schülern waren es 2 Lehrer, bei 15, 20 waren es 3 Lehrer. Es gab gratis Schulhefte, gratis Schulverpflegung, all das, was man weiß über Finnland. Es war ein Schulpsychologe da, ganz kurz, ja. für 600 Leute im Durchschnitt in Deutschland. Ein Schulpsychologe kommt auf 10.000 Leute, also im Bundesdurchschnitt. Und da wird sehr viel mehr Energie und Geld und Aufmerksamkeit in das Schulsystem gesteckt. Und in den Einzelnen. In den Einzelnen. Und was da sehr wichtig ist, finde ich, dort, das ist mein großes irgendwie Motto, so, ja, da entsteht, finde ich, eine Gesellschaft bei uns. Nach diese frühe Trennung, nach 4 Jahren, da wird eine Gesellschaft gespalten. Also ich kann das selber von mir erzählen. Ich bin ja dann auf die Realschule gekommen. Ich dachte, ich bin jetzt der Gute. Die Gymnasiasten sind die Snobs, die Hauptschüler die Assis. Ich beobachte das heute noch bei Erwachsenen, dass dieses Denken sich irgendwie so weiterträgt. Ja? In Finnland ist alles viel solidarischer. Also späte Ausform einer Ständegesellschaft. Nicht mal eine späte, eine frühe Ausformung einer Ständegesellschaft, würde ich sagen. Also mit 10 Jahren. Also ach so, auf die Jahreszeit der Kinder bezogen. Ach so, ja, Alter. Ach so, ja, oder so. Ich hatte es historisch gesehen, ja, so, aber es ist ungefähr das gleiche. Ja. Was können die Finnen da besser, Frau Löhmann? Haben die mehr Kohle? Die Frage ist ja, wie effektiv wird das Geld auch eingesetzt? In Finnland hat es, wie in den anderen skandinavischen Ländern auch, es hat eigentlich angefangen mit einer Krisensituation. Nämlich einer wirtschaftlichen Krisensituation. Und die Finnen haben gesagt, wir sind ein kleines Land, wir brauchen jeden. Hoffnungslose Fälle können wir uns nicht leisten. Aha. Und dann hat man verschiedene Sachen angefangen, systematisch anders zu machen. Unter anderem hat es einen großen gesellschaftspolitischen Konsens gegeben, damals zwischen den Konservativen und den Sozialdemokraten, um dieses dreigliedrige Schulsystem zu überwinden. Und der fehlt ja in Deutschland heutzutage noch. Der fehlt heutzutage noch, aber in Nordrhein-Westfalen haben wir immerhin einen Schulkonsens, der auf Ermöglichung setzt. Und wir haben in nur ganz wenigen Jahren 200 neue Schulen, in denen länger gemeinsam gelernt wird, in der diese Schicksalsentscheidung nach der Klasse 4 so nicht mehr stattfindet. Dieser Konsens ist breit getragen, er wird nicht mehr bekämpft. Die FDP ist noch dagegen, aber die CDU trägt ihn mit. Und das nimmt einfach diesen Druck, den Sie beschrieben haben, der in Bayern extrem ist, weil es da nur nach... Mit Grüßen an Kultusministerium. Ganz extrem. Wenn du diesen Durchschnitt nicht hast, dann kriegst du diese Empfehlung nicht. Bei uns wird eine Empfehlung gegeben, also die Übertrittsentscheidung heißt das in Bayern. Bei uns gibt es eine Empfehlung. Wir haben als erstes, als Minderheitsregierung 2010, in die Wege geleitet, dass die Eltern die Entscheidung haben, dass es eine Beratung gibt, aber die Eltern entscheiden. Da kommt aber eins dazu, deswegen sind die Antworten auch nicht so einfach. Man kann auch nicht einfach das aus Finnland auf Deutschland übertragen. Aber die Haltung ist auch mit, was traue ich wem zu? Es gibt auch die Aussage über das deutsche Schulsystem, dass das nur funktioniert, weil die Eltern im Grunde zu Hause mitmachen und mithelfen. Deswegen haben manche Eltern mit internationaler Hintergrund, ich versuche das jetzt zu lernen, die sagen, oh, wenn die Empfehlung wackelig ist, schaffe ich das, mein Kind so weit zu unterstützen, wie das die Arztfamilie immer schaffen kann oder sie kann Nachhilfe dazu einkaufen. Alles legitim, ich will das gar nicht kritisieren. Und darum sind so Dinge wie Ganztagsausbau, frühkindliche Sprachförderung hat die Vorgängerregierung eingeführt, systematisch herauszufinden, welches Kind hat im Kindergarten welche Sprachprobleme, damit es nicht vom Zufall und vom Engagement abhängt, sondern systematisch angegangen wird und dann auch sagen, ich traue dir erstmal was zu. Lass uns an dem Punkt, ermutige dich dabei an dem Punkt, und begleite wo wir dich dabei. Am Endpunkt einer langen Entwicklung auch in diesem Bundesland sind, nochmal genau oder beziehungsweise kurz zusammenfassen, wie bewegt die Diskussion um die Schulentwicklung nicht nur in diesem Land gewesen ist. Ich bin gespannt, was jetzt kommt. Nordrhein-Westfalen hat eine wechselvolle Geschichte der Schulreformen. Mitte der 60er Jahre splittete die SPD die Volksschule in Grund- und Hauptschule auf. Wenig später, 1969, wurden die ersten Gesamtschulen gegen den Widerstand der CDU-Opposition eingeführt. Ende der 70er Jahre sollte dann die kooperative Schule kommen. Alle Schulformen unter einem Dach. Und in den Klassen 5 und 6 eine schulübergreifende Orientierungsstufe. Das führte zu einem regelrechten Aufstand im bürgerlichen Lager. Demonstrationen, Proteste, Volksbegehren. Am Ende musste die sozialliberale Landesregierung ihre Pläne aufgeben. Es scheint wie ein Déjà-vu.
SPD und Grüne machen sich 2010 für das Modellvorhaben Gemeinschaftsschule stark. Längeres gemeinsames Lernen aller Schüler ist das erklärte Ziel. Widerstand gibt es vor allem von der CDU. Schulministerin Silvia Löhrmann, selber früher Lehrerin, muss 2011 dann eine Niederlage einstecken. Das Verwaltungsgericht Arnsberg stoppt die Genehmigung für eine der geplanten Gemeinschaftsschulen. Nach heftigen Streitigkeiten zwischen den Parteien einigt man sich dann im Juli desselben Jahres in dem sogenannten Schulkonsens darauf, dass Sekundarschulen gegründet werden, an denen in der 5. und 6. Klasse integriert unterrichtet wird. Bietet die Vielfalt der Schulangebote in Nordrhein-Westfalen jetzt mehr Durchlässigkeit und Chancengleichheit? Das war das erklärte Ziel. Ist natürlich auch eine Frage der Zahl. Wie weit ist der Ausbau? Wie viele Kinder nutzen es tatsächlich? Wie stehen Eltern dazu? Ja, zunächst mal ist das schön, dass jetzt in dieser Entwicklung sehe ich das auch zum ersten Mal so zu sehen, in welche Reihe sich das fügt und dass dieser Schulkonsens erstmal ein großer Wert ist, weil die Kommunen das ja wollten. Die Kommunen wissen ja, sie können bei zurückgehenden Schülerzahlen das gar nicht vorhalten. Bei mir haben ja CDU-Bürgermeister angeklopft und wollten diese Veränderung auch. Und deswegen bin ich sehr dankbar, dass die CDU den Weg mitgegangen ist. Und wir haben einen regelrechten Boom gehabt in den ersten Jahren. Dass nämlich die Klassen und Schulen, dass das Gute aus allen Schulformen zusammengeführt wird zum Wohle aller Kinder, so will ich die Philosophie mal beschreiben. Und dass das vor Ort gewollt sein muss. Dass die Schulen nur entstehen, wenn auch Eltern ihre Kinder anmelden, weil ich Schulentwicklung nicht erzwingen kann und nicht gegen die Eltern machen kann. Das ist auch eine ganz, ganz wichtige Erfahrung. Und die Schulen sind gewollt und dann wollen auch alle, dass diese Schulen erfolgreich sind. Es kommt dazu die sozialpolitische Dimension, Sie haben das beschrieben, dass wir Schulsozialarbeit haben, dass wir Sozialpädagogen in Schulen zunehmend auch haben, weil Schule mehr ist als die Aneinanderreihung von Unterrichtsstunden. Und der Ausbau in den ersten 3 Jahren, ich habe eben die Zahl genannt, 200 neue Schulen sind entstanden, die vor Ort immer fast einstimmig in den Stadträten und Gemeinderäten beschlossen sind, die mit einer großen Aufbruchstimmung ans Werk gehen. Und das ist natürlich nicht vergleichbar mit der Situation, ich habe selber eine Gesamtschule mit aufgebaut, was das verfeindet war. Da haben die Kollegen der auslaufenden Schulen nicht mit uns gesprochen, die wir als neue Lehrer an die Schule kamen. Da waren Sektoren auf den Schulhöfen, wenn man sich an diese Schulkämpfe erinnert. Das war ja auch ein ideologischer Streit. Das war ein ideologischer Streit. Der ist befriedet. Wir haben eine pragmatische Schulentwicklung in Nordrhein-Westfalen und keine ideologische mehr. Und das ist ein großer, großer, großer Vorteil für alle Beteiligten zum Wohle der Kinder. Herr Röttgen hat gesagt in der Pressekonferenz, die Kinder stellen wir in den Mittelpunkt, nicht die Strukturen. Das steht als erster Satz in unserem Schulkonsens, nicht nur die Strukturfragen. Und so wollen wir das Thema individuelle Förderung Stück für Stück umsetzen. Und die Akzeptanz ist da, der Aufwuchs ist da, es sind jetzt ein bisschen weniger. Die Kommunen entscheiden das, wie gesagt, wir zwingen es nicht auf. Und deswegen ist es aus meiner Sicht ein guter Prozess. Das sind Ganztagsschulen, in denen eben auch zusätzlich am Nachmittag die Förderung, die vielleicht Eltern nicht geben können, weil sie nicht so gut Deutsch sprechen, wie man das braucht, wo es dann organisierte Nachhilfe gibt, wo es kulturelle Angebote gibt. Die kulturelle Bildung, die Persönlichkeitsbildung ist ein ganz zentraler Faktor für Selbstwertgefühl. Ja? Das haben natürlich immer alle behauptet, egal für welchen Schultyp sie eingetreten sind. Es geht um das Wohl der Kinder. Ja, aber es ist natürlich ein Unterschied, ob vom Elternhaus das einfach normal ist, dass man ins Theater geht oder ins Museum oder ob das nicht normal ist und ob dann in der Schule solche Angebote auch mit organisiert werden. Das Gleiche mit der Wirtschaft. Wir haben Kooperationen Schule-Wirtschaft über alle Schulformen hinweg und das ist natürlich gut, wenn junge Leute da mal reinschnuppern und sich mit verschiedenen Berufen auseinandersetzen. Aber fehlst du nicht an Geld? Also für den Ausbau, den Sie da vorantreiben, wenn Sie wollten. Also ich habe das Gefühl, da wird sich viel gewünscht, aber am Ende kann man es nicht immer ganz finanzieren. Naja, wir haben zwischen 2010 und 2015, wir haben versprochen, wir lassen alle demografischen Effekte, das sind die Mittel, die frei werden aufgrund zurückgehender Schülerzahlen, die lassen wir im System. Das ist die stolze Summe von 500 Millionen, die wir zusätzlich investiert haben zwischen 2010 und jetzt. Es kommt jetzt ein bisschen was Veränderung rein, weil die Zahlen gar nicht so zurückgehen, wie wir eigentlich mal gedacht hatten, die Demografie, weil wir Flüchtlingskinder bei uns aufnehmen. Das heißt, wir brauchen im Moment eher mehr Stellen, als dass wir welche abbauen könnten aufgrund der Zahlen. Aber wir investieren in den Ausbau, wir investieren in kleinere Klassen
fangen unten an. Wir investieren auch in die frühkindliche Bildung. Die haben wir noch nicht angesprochen. Im Kindergarten fängt es in Finnland nämlich auch schon an. Wir sind ja dann gerade mal ganz schnell beim Kita-Streik. Da kann ich nur sagen, Vorsicht, Frau Lörmann. Ja, aber das vor allem, wenn es um Geld geht. Wir lesen ja auch in den Zeitungen, dass alle ganz begeistert sind in Kommunen, dass plötzlich doch mehr Steuereinnahmen kommen, als vorher ausgerechnet worden ist. Ich frage Sie, wenn die angestellten Lehrer und Lehrerinnen auf die Straße gehen, weil sie genauso bezahlt werden wollen wie die im Beamtetenverhältnis, das ist doch eigentlich eine gerechte Forderung. Ist ja nicht jetzt die Frage, dass das jetzt entstanden ist, seit Rot-Grün an der Regierung ist, sondern das ist entstanden aus unterschiedlichen Zusammenhängen. Wir stellen in der Regel jetzt junge Lehrerinnen und Lehrer ein und die stellen wir auch als beamtete Lehrerinnen und Lehrer ein. Und das ist Pech. Das ist eine Situation gewesen, in der es größeren Lehrermangel gab und da hat der Staat auch andere Lehrerinnen und Lehrer eingestellt. Ja. Aber hat der Staat nicht dann die Verpflichtung, sie jetzt zu verbeamten? Nein, das wäre haushaltspolitisch, sage ich mal, sehr unklug. Das ist aus Sicht der Kolleginnen und Kollegen verstehe ich das. Das ist gar nicht die Frage. Aber das Beamtentum hat ja nur eine bestimmte Genese. Auch die Frage, braucht man das für den Lehrerberuf? In Sachsen gibt es keine verbeamteten Lehrerinnen und Lehrer. Trotzdem steht das Schulsystem gut da. Also die Faktoren sind nicht so einfach. Man muss sie ja nicht unbedingt verbeamten, aber man kann zumindest Geld drauf tun und diese in Anführungszeichen Ungleichheit etwas ausgleichen. Das ist aber eine Sache der Tarifpartner. Mhm. Die Politik hält sich da tunlichst bitte schön raus. Und man munkelt, dass es den Verdi-Leuten dann nicht ganz so wichtig war, für die Lehrer was zu erreichen, sondern der Abschluss insgesamt lieber ein bisschen höher war, weil bei Verdi mehr andere organisiert sind. Ich sage das hier mit aller Vorsicht. Das ist eine Entscheidung, in die ich nicht eingebunden bin. Deswegen habe ich auch nur gefragt, ob Sie es persönlich fair finden. Ich finde das genau in dem richtig. Fall. Ich finde das, da muss Frau ich sagen, bin ich ausnahmsweise mal Ihrer Meinung. Ich finde auch, dass Lehrer nicht weiterhin verbeamtet werden sollten. Ja, das setzen Sie nicht als einzelnes Bundesland durch. Ja, richtig. In einer Verknappungssituation. Mir geht es natürlich auch darum, auch gerade in den Schulen mehr den Wettbewerb zu stärken, auch das Leistungsdenken, auch dass es sehr auf Qualität auch der Lehrer ankommt. Es gibt viele sehr gute Lehrer. Ich habe es aber auch selbst in meiner Schulzeit erlebt, auch mit einer verbeamteten Lehrerin, die war eben extrem schlecht und man konnte nichts dagegen machen und die Kinder haben eben darunter gelitten. Also deswegen denke ich auch, Verbeamtung ist nicht richtig. Was unbedingt sein muss, ist generell in Deutschland, dass wir deutlich mehr Staatsmittel in die Bildung investieren. 97% der Staatsausgaben sind konsumtiv, auch für viele Sozialleistungen. Und nur der Rest ist für Investitionen. Entschuldigung, ich habe mich vertan, es sind 93%. 7%, das ist die Zahl. Es sind 7%, die in Investitionen gehen. Das ist eine Zahl des DIHK, der Industrie- und Handelskammer. Die hat mich letztes Jahr so geschockt, das ist ja nur so wenig Geld. Mhm. Und ich denke, da müssen wir viel, viel mehr Mittel investieren. Und aber auch nicht nur durch den Staat. Mir ist es ganz wichtig, auch das Private mehr in Bildung, in Schulen, auch in den Bereich Digitalisierung für die Zukunft stecken können. Und würde mir wünschen, dass wir in Deutschland auch noch mehr eine Stiftungskultur bekommen, dass private Unternehmen bereit sind, in Schulen, aber auch in Universitäten, in Stiftungen zu investieren, darüber auch Stipendien und andere Investitionen in die Schulen, in die Universitäten tätigen können. Also erstens will ich mal sagen, in NRW fließt jede dritte Ausgabe allein in den Schulhaushalt. Der Herr Walter Borjans, der Finanzminister, sagt immer zu mir, ich wäre seine teuerste und er meint das in dem Fall rein pekuniär, das ist aber in Ordnung. Dazu kommt der Kita-Haushalt, der immens angewachsen ist und auch der Hochschulhaushalt, weil wir sagen, Bildung ist die kostbarste Ressource, die wir haben, darum investieren wir. Darum müssen wir auch die Länderhaushalte stärken. Macht es Sie eigentlich stutzig, Frau Lörmann, dass mittlerweile jedes 11. Kind auf eine Privatschule geht? Das sind Waldorfschulen. Was denken jetzt die Menschen bei der Privatschule? Die denken jetzt alle, das sind sozusagen Eliteeinrichtungen. Das sind zum Teil freie Schulträger. Mhm. Das sind Waldorfschulen, die zum Beispiel auf Ziffernoten ganz lange verzichten. Das sind Reformschulen. Also da würde ich jetzt gar nicht mal sagen, das eine ist gut und das andere ist schlecht. Aber die Tendenz geht dahin, dass mehr Kinder dorthin gehen. Die Tendenz ist in Nordrhein-Westfalen, die ist leicht anwachsend, aber die ist jetzt nicht explodierend. Mhm. Und auch das finanziert ja im Wesentlichen der Staat. Die Privatschulen sind geschützt auch durch das Grundgesetz. Aus meiner Sicht ist das in Ordnung. Sie gehören zum öffentlich verantworteten System. Sie müssen sich aber dann auch, da wir sie zu etwas über 90% finanzieren in NRW, was eine sehr gute Entwicklung ist, müssen sie aber auch teilhaben. Es gibt auch Sekundar- und Gemeinschaftsschulen in privater Trägerschaft, in kirchlicher Trägerschaft. Sie müssen dann auch den Weg zur Inklusion hin zum Ganztag mitgehen. Und manchmal gehen von solchen Schulen auch positive Impulse aus. Mhm. Innovationen können davon ausgehen. Und man muss im Hinterkopf behalten, dass in den Schulen
auf keinen Fall bessere pädagogische Arbeit gemacht werden muss, so im Durchschnitt. Manche machen so, manche so. In jedem Fall kann man damit aber die Schülerschaft einigermaßen kontrollieren. Also wenn Eltern sich für so eine Privatschule entscheiden, können sie einigermaßen, mir ist keine Privatschule bekannt, wo der Anteil der Kinder mit Migrationshintergrund besonders hoch ist oder der Anteil der Arbeiterkinder besonders hoch ist. Also eigentlich geht es mehr darum. Und das ist das Schwierige daran. Nicht, dass man zahlt für gute Pädagogik, sondern dass man zahlt für Exklusivität. So ungefähr. Für so vermeintliche soziale Selektivität. Ich würde zu dem Punkt zuvor noch mal was sagen wollen. Also wenn ich Ihnen zuhöre, dann geht es mir manchmal so, als wollen Sie gar nicht mehr Geld irgendwie für die Bildung. Also es wäre alles in Ordnung und unser Bildungssystem auch in Ihrem Land ist alles tipptopp. Das habe ich ja nicht gesagt. Ich habe nur gesagt, dass wir systematisch investieren, weil Bildung bei uns und zwar in der gesamten Regierung ganz oben auf der Tagesordnung steht, weil wir ich habe das mal die Achillesferse des deutschen Schulsystems genannt, diese soziale Herkunftsfrage, weil wir daran systematisch arbeiten wollen und gemeinsam arbeiten. Natürlich kann ich sagen, mehr Geld ist immer gut, aber allein nur mehr Geld verändert ja nicht die Haltungen. Ich glaube, es kommt auf systematische Veränderungen an. Es kommt auf Haltungsfragen an, diese Zutrauensfrage. Wo kommt das her, dass man in Deutschland eher sagt, ein Sprichwort, Schuster, bleib bei deinen Leisten. Mhm. Und in Amerika dieses vom Tellerwäscher zum Millionär denken. Da transportieren sich ja Haltungen. Mhm. Und die müssen wir genauso aufknacken wie mehr Investitionen, wie die systemischen Veränderungen, wie länger gemeinsam lernen, wie mehr Ganztag, wie mehr frühe Sprachförderung. Aber wieso findet sich da bundespolitisch kein Konsens für mehr Geld in Bildung? Also ich meine, das hört man ja immer oft. Ja, es ist nach der ersten PISA-Studie ist systematisch, 2000 war das und 2012 haben wir über einen Zeitraum von 12 Jahren eine erste Gesamtbilanz ziehen können. Und die gute Nachricht ist, es ist in allen Bereichen ist die Leistung besser geworden und auch die soziale Selektivität hat abgenommen. Sie ist aber immer noch zu groß. Ich will damit sagen, wir sind noch nicht am Ziel. Aber deutlich zu machen, wie systematisch hier vorgegangen ist und dass es offenbar besser wird. Die Kinder mit Migrationshintergrund haben in Mathe um 23 Punkte zugelegt. Wir sind besser geworden, weil genau die besser geworden sind. Sind viele Sachen besser geworden, aber seit PISA hat sich auch, nach PISA kann man was beobachten. Genau. In der Schule, ja, aber auch etwas, was man ein bisschen kritischer noch sehen sollte. In der Schule, und das hat ja PISA untersucht, das ist ein Schulleistungsvergleich, da haben wir vergleichsweise wenig verändert. Auf jeden Fall mehr als in den Jahrzehnten davor, aber vergleichsweise wenig. Wo haben wir verändert? Am allerstärksten jetzt vor der Schule. Also es geht mehr darum, die Kinder fit zu machen für das System, wie es ist. Was haben wir noch verändert? Die Einschulung eher. Das Abitur schneller, insgesamt meine ich jetzt die Durchschnittswerte. Die Wehrpflicht ist weggefallen, das Studium wurde verkürzt und studierbarer gemacht. Also wir haben alles eigentlich relativ so gemacht, wie das finanziell sinnvoll ist. Schneller in den Arbeitsmarkt, schneller einzahlen und so weiter. Das mit den Kitas hat einmal den Effekt, die Kinder können fit gemacht werden für die Schulen, ohne dass man an den Schulen so viel verändern muss. Denn die positiveren Ergebnisse in PISA haben, glaube ich, nicht so viel damit zu tun, dass so unheimlich viele Schulreformen gegriffen haben. Und der andere Punkt natürlich mit den Kitas ist, und da sind wir mal ehrlich, der Schwerpunkt, warum sich darauf alle einigen können, ist, weil wir die Berufstätigkeit von Frauen steigern müssen. Sonst funktioniert das mit dem demografischen Wandel nämlich gar nicht mehr. Also wenn wir die Frauenerwerbsquote nicht steigern, in etwa auf das Niveau der Männer, dann wird das mit der Rente gar nichts. Das heißt, das ist notgedrungen. Dementsprechend, so wie Herr Maurer das so angedeutet hat, sieht man, dass die Qualität da jetzt nicht so unheimlich viel verbessert wurde. Und es ist auch jetzt nicht so, dass wir beobachten können, dass so eine Orientierung am Kind unfassbar fokussiert wird, sondern man nimmt zwei Fliegen mit einer Klatsche, man fördert das eine und auch gleichzeitig das andere. Das ist in Ordnung, nur man sieht insgesamt, dass wir ganz viel verändern. In der Schule vergleichsweise wenig, weil man so einen Frieden, den ich eher Waffenstillstand nennen würde, aber das lässt sich ja gar nicht ihm persönlich an, sondern gesellschaftlich kriegen wir da keinen
kein wirklich griffiges Modell. Es geht ja bei allem, worüber wir reden, ob wir über Schule reden oder ob wir über Berufssituationen am Arbeitsplatz reden, wie auch immer. Es geht ja immer um den Punkt Chancengleichheit in der Gesellschaft, Aufstiegsmöglichkeiten, soziale Aufstiegsmöglichkeiten. Und Sie, Herr Mafalani, Sie haben eine Untersuchung gemacht über sogenannte Extremaufsteiger in dieser Gesellschaft. Wenn Sie mir zunächst mal sagen, was ist ein ich kenne nur Extrembergsteiger. Was sind Extremaufsteiger? Rüdiger Grube müsste ja auch eigentlich einer sein. Aus kleinen Verhältnissen kommen und heute ein unglaublich mächtiger Manager als Chef der Deutschen Bahn. Ist das so richtig gedacht? Also wenn man wirklich stellen sich die Gesellschaft vor als 4 Etagen und wenn man von der untersten in die oberste durchrauscht, also genau 2 überspringt, dann, so in etwa kann man sich's vorstellen, dann würde ich von extremen Aufsteiger sprechen. Wobei mir da in der Studie nicht gereicht hat, dass man wohlhabend wurde, sondern es ging darum, aus einer unteren Schicht, Eltern mit einer geringen Qualifikation und man selber hat über ein Studium eine hohe Position und ein hohes Einkommen erlangt. Also wirklich sozusagen die unteren und die oberen. Ja, verglichen. Herr Mauer hat ja schon gesagt, er hat festgestellt, dass bei vielen Aufsteigern doch irgendwo so eine kleine innere Unsicherheit immer bleibt. Ja. Wo komme ich her? Was macht das mit mir? Bin ich wirklich da richtig, wo ich oben angekommen bin, wenn ich mal so frei formulieren darf? Was ist für Sie ein erkennbares gleiches Merkmal von Menschen, die extrem aufgestiegen sind? Also wenn man sich wirklich diejenigen anschaut, die extrem aufgestiegen sind, also erkennt sich jetzt vielleicht nicht jeder wieder, sondern wirklich nur Extremfälle, dann sieht man, dass Leistung alleine nicht reicht. Das sind nämlich Menschen, die haben unheimlich viel gemacht, die haben alles so getan, wie man es praktisch erklärt bekommt. Und dann passiert aber Folgendes, man sitzt zusammen bei einem schönen Abendessen, so wie das die Elite tut. Und die Art und Weise, wie dort die Nahrung aufgenommen wird, da hat man überhaupt keine Erfahrung mit. Das, was dort in der Freizeit gemacht wird, und das sind diese informellen Treffen, sind unheimlich wichtig für die Karriere, auch um die Karriere stabil zu halten und weiter fortzusetzen. Golf spielen oder Reisen oder wie Art und Weise, wie man spricht, wofür man sich interessiert. Das sind alles Dinge, für die man, ich sag mal, zugänglich sein muss. So einen habituellen Zugang zu bestimmten Dingen. Also Stilkunde gehört dazu? Leider ja. Ich sag leider in Anführungsstrichen, denn es kommt ja, sagen wir mal, ein Kind wächst in Armut auf. Das muss man sich einmal vergegenwärtigen. Das hat auch ganz starke Folgen für die Art, wie man Bildung auffasst, aber auch wie man andere Dinge betrachtet. Ein Kind wächst in Armut auf. Das heißt, die Rahmenbedingungen dieses Kindes sind geprägt dadurch, dass alles knapp ist. Es ist wenig Geld da. Es sind wenige Möglichkeiten da der Freizeitgestaltung. Es ist wenig Möglichkeit da der Anerkennung. Alles ist knapp. Und im Zustand dieser strukturellen Knappheit, so würde ich es jetzt nennen, ist es unheimlich klug, diese Knappheit zu managen. Und wie macht man das? Jeden Tag ist alles knapp, sind akute Probleme zu lösen. Das macht man idealerweise, indem man kurzfristig denkt, anwendungsorientiert denkt und in unsicheren Situationen lieber nichts tut. Und wenn Sie das mal zusammennehmen, kurzfristig denken, anwendungsorientiert denken und in Unsicherheit ich habe aber einen Einwand. Ja. Ich glaube, Knappheit an pekuniären Mitteln heißt nicht unbedingt Knappheit an Liebe. Mhm. Nein. Das möchte ich einfach gerne sagen. Also es ist ja nicht so, als ganz nicht wichtig, dass Sie darauf nochmal hinweisen. Ich habe so einen ganz soziologischen Blick und vergesse solche emotionalen Sachen. Das hat gar nichts damit zu tun, was die Eltern machen. Also die Eltern, die sehr wohlhabend sind, die können sich auf den Kopf stellen und wirklich miserabel erziehen. Das Kind wächst auf in einem Zustand des Überflusses. Und die anderen eben im Zustand der Knappheit. Das hat mit der Liebe der Eltern und der Erziehung wenig zu tun. Und welche Folgen hat das? Wenn man in Wohlstand aufwächst. Ja, egal, ob in Knappheit oder in Überfluss. In Knappheit. Bleiben wir mal bei dem Punkt, dieses kurzfristige Handlungsmuster, diese Anwendungsorientierung und dieses Eindeutigkeitsmuster, so nenne ich es jetzt mal. Sie müssen sich das vorstellen, man orientiert sich an einem kurzfristigen Zeithorizont. Das ist eine Katastrophe für unser Bildungssystem. Man denkt anwendungsorientiert, ist also besonders dann motiviert, wenn der Sinn der Sache klar ist, bevor ich anfange. Also die Art und Weise, wie wir Unterricht machen, ist dann äußerst günstig. In der Wir bewegen uns in die richtige Richtung, aber das wäre dann relativ günstig. Und jetzt müssen Sie sich überlegen, das Spannende ist ja, wir haben die Idee, reich und berühmt werden wäre ein gutes Motiv für Aufsteiger. Reich und berühmt werden wollen alle armen Kinder.
Das ist total plausibel, denn das, was fehlt, das möchte man. Und es fehlt Anerkennung, es fehlt Geld. Germany's Next Topmodel. Das ist es. Die werden abgelenkt durch Germany's Next Topmodel vielleicht, aber ganz besonders durch diese ganzen anderen Casting-Shows oder durch Sportlerkarrieren. Und dieses langwierige, riskante und auch Fremde, was dann auf einen wartet, wenn man zum Beispiel Anwalt ist, das ist nicht so attraktiv wie Lukas Podolski jetzt, wo wir in Köln sind. Das ist eine andere Anerkennungskultur. Ja, klar. Es ist auch zum Teil ein Nichtwissen, das duale System, dass man bei uns mit einer guten Ausbildung auch ordentlich was verdienen kann und hinterher ja noch studieren kann, sich weiterentwickeln kann, das Wissen zum Beispiel ganz... Das Wissen, weil es das nur in Deutschland gibt, wissen, dass Familien, die hier zugewandert sind, die können das ja auch gar nicht wissen. Das hat aber auch ein schlechtes Standing, gerade diese duale Ausbildung. Nee, Erfahrung mache ich immer wieder, dass die Menschen immer denken, sie müssen unbedingt studieren und einen Doktor machen, um was zu erreichen. Ja, weil die Wertigkeit in der Gesellschaft das transportiert. Aber es ist ja auch extrem wichtig, dass man auch eine praktische Ausbildung macht. Es fehlen so viele Fachkräfte im Bereich Lagerlogistik, in den handwerklichen Berufen, der Meisterberuf, da kann man auch toll Geld verdienen. Das sind alles sehr attraktive Berufe, aber es ist so, dass das ein schlechtes Standing hatte in Deutschland. Und dann ist es natürlich auch so, die Erfahrung mache ich in den vielen Ausbildungsgesprächen mit jungen Menschen. Es gibt Eltern, die sich ganz toll um ihre Kinder kümmern, aber es gibt leider auch viele, die gar nicht Mentor und Ratgeber sind für die Kinder und denen nichts mit auf den Weg geben. Und das finde ich sehr schade. Sie haben ja eben ausgeführt, dieser permanente Zustand der Knappheit oder aber auch in anderen Verhältnissen aufzuwachsen. Sie sind heute mit Ihrem Vater gemeinsam die Leitung der Firma. Sie wussten schon mit 16 Jahren, dass Sie diese Firma irgendwann übernehmen wollten. Das hat ja dann auch geklappt. Wieso wussten Sie das schon so jung? Ich glaube, mit 15, 16 ist immer noch eine große Orientierungsphase und viele wissen das nicht. Was macht das bei Ihnen so klar? Denke ich, einfach auch sehr viel Glück gehabt, in eine Familie reingeboren worden zu sein, wo mir meine Eltern sehr viele, sehr gute Werte mit auf den Weg gegeben haben. Sehr viel Liebe, aber auch immer dieses Vorbild, Verantwortung zu übernehmen für einen Familienbetrieb. Sie haben mich zu nichts gezwungen, sie haben mir alles völlig freigelassen, was ich machen möchte, aber sie haben mir dieses Verantwortungsbewusstsein sehr stark mit auf den Weg gegeben, sodass für mich eigentlich ganz früh feststand, dass ich diesen Lebensweg meiner Eltern auch unbedingt weiterführen möchte. Und es ist einfach so, dass gerade die Werte, die Eltern ihren Kindern mit auf den Weg geben, dass die ganz, ganz prägend sind für das zukünftige Leben. Und da würde ich mir bei manchen Eltern sehr wünschen, dass die sich noch mehr um ihre Kinder kümmern und versuchen, ihnen da das Beste mit auf den Weg zu geben. Denn die Schule und auch die Ausbildungsbetriebe, die können manche Dinge später nicht mehr reparieren, die früher kaputt sind. Ich mache es jetzt mal ganz menschelnd. Sie haben das Glück gehabt, wie Sie selber sagen, in eine bestimmte Situation hineingeboren zu sein, in eine Unternehmerfamilie, der es wirtschaftlich gut ging. Der Firma geht es bis heute gut und Sie haben früher erkannt, ich möchte das machen. Ich fühle mich auch hier sicher. Hier bin ich hineingeboren. Sind Sie, Herr Maurer, manchmal ein ganz kleines bisschen neidisch auf die Selbstsicherheit, einen so klaren Weg gehen zu können? Ich bin, bin wirklich nicht neidisch in dem Fall. Nein, also aber in Anführungszeichen. Auch nicht in Anführungszeichen. Also ich bin zumeist doch auch selbstsicher. Aber was ich den Punkt, den ich jetzt mal noch bringen will, also wir haben gerade von gut verdienten Menschen in Handwerksberufen, also eine Friseurin, meine Mutter ist Friseurin, durchschnittlich 1400 Euro brutto verdienen Friseurinnen in Deutschland. Das muss man sich mal denken. Kita oder Krankenpflegerin, Kita-Erzieherin oder ähnlich. Wahnsinn. Solche Berufe müssen sehr viel besser. Da sieht man doch, warum diese Berufe zum Teil einen schlechten Status haben, weil sie einfach auch nicht bezahlt werden ordentlich. Also das ist doch auch meinetwegen der Möbelhausverkäufer. Ja? Ich bin sehr häufig auch in der Schweiz. Dort verdient eine Friseurin durchschnittlich 3.500 Franken. Man kann sagen, höhere Lebenshaltungskosten und so weiter, aber auch weniger steuerliche Abzüge. Der Handwerkberuf in der Schweiz, der hat ein sehr viel höheres Ansehen. Ja? Und in Deutschland, es wird halt leider nichts geschaffen, um dann vielleicht auch den Handwerksberuf attraktiver zu machen, wenn man die Begabung hat und die Leidenschaft, diesen Beruf machen zu wollen. Ich habe Sie eben darauf angesprochen, ob Sie da manchmal so gemischte Gefühle haben, weil Sie in Ihrem Buch genau beschreiben, habe ich es in dem Artikel in Ich Arbeiterkind gelesen, Ihre Freundin stammt aus sehr etablierten familiären Verhältnissen und Sie haben sich dabei ertappt, dass plötzlich abends es so still wurde und alle drei, die Eltern ihre Freundin sich ein Buch nahmen und Sie an zu Hause dachten, wo immer der Fernseher lief und es keine Bücher gab, bis auf zwei. Da habe ich gedacht, schleicht sich auch in solchen Momenten doch wieder so dieses Gefühl ein, ich habe da was
nicht gehabt, was andere gehabt haben. Das war der Hintergrund der Frage. In dem Fall hat sich dieses Gefühl eingeschlichen, aber ich glaube, ich habe andere Momente gehabt, die andere Familien vielleicht nicht gehabt haben. Aber dieser Punkt, den gibt es schon, den habe ich zum Beispiel auch, Cem Özdemir sagte mir, ich glaube, es war Hesse oder so, er hat Hesse irgendwie erst mit, weiß ich nicht, mit 40 oder so gelesen. Normalerweise liest man es während seinem Abitur. Und da hat er auch gesagt, oder früher. Es ist dann vielleicht ein kleines Manko, aber das kann man ja ausgleichen. Also, ich meine. Ja, aber den Punkt, dass man daran ablesen kann, wie bildungsorientiert ein Elternhaus ist, macht man an dem Besitz der Bücher auch fest. Und das Ermutigen zu lesen, die anderen Dinge, die, Sie haben das eben gesagt, ich finde das auch schön, wenn das so ist. Aber wo Eltern das aus welchen Gründen auch, ich unterstelle erstmal, dass alle Eltern für ihre Kinder das Beste wollen. Dass sie es aber manchmal aufgrund der sozialen Situation, in die sie vielleicht schon hineingeboren sind, an ihre Kinder einfach nicht so weitergeben können, wie sie das möchten. Und da ist dann die Gesellschaft systematisch gefordert. Da wird der Einzelne es nicht mal eben so richten. Darum sind zum Beispiel so Programme wie Kein Kind zurücklassen, was wir hier mit Kommunen und Stiftungen aufgelegt haben in Nordrhein-Westfalen, dass schon ganz früh, in England gehen die, wenn die Frauen schwanger werden, werden die besucht von der Sozialfürsorge. In Deutschland passiert immer erst was Schlimmes, ehe sozusagen die Kommune manchmal eingreift. Ich überspitze das jetzt ein bisschen. Das hat ja aber auch Gründe. Ja, und deswegen ist es so wichtig, dass wir systematisch an solchen Entwicklungen arbeiten. Und wenn die Kinder früh gefördert werden, und die Kita hat bei uns einen Bildungs-, Erziehungs- und Betreuungsauftrag, eindeutig. Und die Vereinbarkeit von Familie und Beruf, die wollten die Frauen, weil sie erwerbstätig sein sollten, und die wollte jetzt nicht nur die Wirtschaft, das musste ich unbedingt noch loswerden, bitte um Nachsicht. Deswegen ist dieses, auf den Anfang kommt es an, das ist die Philosophie auch der skandinavischen Länder. Weil manchmal sagen die Leute, was in der Schule, was bis dahin schon nicht passiert ist an Motivation, das schafft auch die Schule alleine nicht. Also wir brauchen alle gesellschaftlichen Kräfte für diese Schulen. Darf ich da ganz kurz was zu sagen? Weil das ist mir noch eine ganz wichtige Sache. Sie haben eben über Finnland gesprochen. Da ist ein Satz, der klingelt mir die ganze Zeit in den Ohren. Wir brauchen jeden. Das glaube ich nicht. Das ist das Grundproblematik, weshalb es die soziale Ungerechtigkeit gibt. Wir brauchen nicht jeden. Wir brauchen in der Oberklasse, solange da genügend Leute sind, die alle wichtigen Positionen besetzen, brauchen wir da niemanden aus der Arbeiterklasse. Wir brauchen niemanden, der von unten aufsteigt. Das ist auch in vielen anderen Berufen. Und solange dort genügend sind, wozu soll denn da überhaupt jemand von unten aufsteigen? Es sind doch genügend da. Und das, wozu? Das ist wir so eine Sache, eine die wir... schrumpfende... Also, ja, aber das ist alle Unternehmen, die plötzlich sagen, wir müssen was verändern. Das sind die Unternehmen, die merken, oh, uns fehlen Leute. Ja. Deswegen kommt Veränderung. Das ist menschlich verwerflich, aber es ist mir lieber, Sie machen es, weil Sie die Leute brauchen, als wenn Sie es gar nicht machen. Ja, aber das ist ein ganz entscheidender Punkt. Es ist nicht so, dass wir irgendwie irgendwas ändern müssen in unserem Denken. Solange das Gefühl da ist, wir haben doch genug, wird sich ja nichts verändern. Es wird sich aber was verändern. Also der Fachkräftemangel ist ein Riesenthema. Ja, deswegen ändert sich was, aber nur deswegen. Muss man was machen, aber also es war ja nicht so, vor ein paar Jahren wurde auch viel von den Unternehmen gemacht für Bildung, für Ausbildung. Also aber warum? Nur weil man die Befürchtung hatte, dass man niemand kriegt. So ist in Deutschland, das halte ich für problematisch, ist, dass die Menschen, die von der Mentalität her, alle wollen sehr viel Sicherheit, alle wollen sehr stark bemuttert werden, vom Staat auch. Sehr viele Probleme sollen über den Staat gelöst werden. Ich frage mich, ob das auch dazu beiträgt, dass vielleicht auch manche Kinder nicht genug erzogen werden von ihren Eltern. Und ich würde mir wünschen, dass die Menschen generell von der Mentalität her mehr dieses Verantwortungsbewusstsein entwickeln, dass sie auf beiden Beinen fest selbstständig im Leben stehen und ganz unabhängig sind und so natürlich auch ihre Kinder erziehen müssen. Dass eben nicht alles der Staat, das Bildungssystem, die Unternehmen löst, sondern dass auch jeder Mensch, jede Familie in der Verantwortung ist, sich gut um die Kinder zu kümmern. Also ich sehe das ähnlich, aber wenn jetzt, wir können ja mal ein Beispiel nehmen, Supermarktkassiererin, zwei Kinder, alleinerziehend, arbeitet bis 8 Uhr abends an der Kasse, die soll sich jetzt um die Hausaufgaben kümmern, um das irgendwie da weitergeht bei ihren Töchtern und Söhnen. Das ist schwierig. Ich finde, da muss dann, weil diese Frau will ja ihren Kindern was bieten, vielleicht hat sie es aber auch gar nicht irgendwie, hat es aber auch gar nicht irgendwie intus, dass sie ihnen was bieten sollte. Ja. Und dann muss doch das Bildungssystem oder die Schule oder der Staat aushelfen. Diese Menschen, und das ist doch klar. Die FDP. Natürlich, das widerspricht sich auch gar nicht. Also ich bin auch große Befürworterin, dass Ganztagsschulen weiter ausgebaut werden, dass wir mehr Kita-Plätze bekommen, damit die Menschen die Wahlfreiheit haben, sehr viel arbeiten zu gehen und ihre Kinder gleichzeitig sehr gut betreut wissen. Das halte ich für eine sehr gute Entwicklung. Ich möchte gerne einen Aspekt noch reinbringen, dass, wenn Sie sagen, die Supermarktkassiererin, die wirklich abends müde nach Hause kommt und sich dann um ihre Kinder kümmern muss,
Es erinnert mich an das, was Sie beschreiben in Ihrem Buch Das Möbelhaus, dass man abends nach dieser Tätigkeit so alle ist, dass man wirklich nur noch auf dem Sofa abhängen kann. Und Sie haben es auch noch mit Ihrem Sohn versucht zu spielen, haben es auch getan. Ja, das war mir aber wichtig, klar. Da war nicht mehr viel zu machen. Ja, und das ist wiederum, also Arbeit kann auch so an einem zehren. Natürlich, für viele Menschen, viel das ist das Entscheidende. Also ja. Arbeit als Erfüllung oder Sinngebung, das ist für viele Menschen Unsinn. Wiederum, wieso können denn diese ganzen Branchen so weitermachen? Weil sie ein Heer von Leuten haben, die oft von denen sie schöpfen können. Wenn dort nicht mehr genug Leute hinkommen, um diese Mistjobs zu machen, dann hört das automatisch auf. Ich gehe jetzt mal radikal über, noch mal zu Ihnen, Frau Ostermann. Denn wir haben noch einen kleinen Film über Sie und wir reden ja alle über Chancengleichheit. Und wer möchte die nicht, ist nur die Frage, wie man sie definiert. Sie haben sie ganz klar definiert. Sie sagen, ich zitiere, Chancengleichheit bedeutet, dass jeder Mensch eine faire Chance erhalten sollte, das Beste aus seinem Leben zu machen. Sie sind mittlerweile, Entschuldigung, wie alt? 26? 37. Oh, Entschuldigung. Oh. Wann sind Sie in die Firma eingestiegen als Geschäftsführerin? Ich bin seit 10 Jahren geschäftsführende Gesellschafterin. Das war das Datum, genau. Das wäre sie mit 16 eingestiegen. Ja, das wär tatsächlich zu früh gewesen. Da sind Sie eingestiegen und sind heute mit Ihrem Vater an der Spitze des Unternehmens. Marie-Christine Ostermann war gerade mal 28 Jahre alt, als sie neben ihrem Vater Geschäftsführerin des Familienbetriebes Rulco, einem Lebensmittelgroßhandel, wurde. Sie ist für rund 150 Mitarbeiter verantwortlich. Sie setzt sich für flexible, familienfreundliche Arbeitszeiten ein. Auch außerhalb ihres Betriebes engagiert sie sich. Lange Zeit war sie Bundesvorsitzende des Verbandes Die jungen Unternehmer. Frauen wie sie sind noch immer eine Minderheit in einer Männerwelt. Ostermann jedenfalls mischt sich gerne ein in der Politik, als Mitglied der FDP und als Gast in Talkshows. Dabei war sie als Kind schüchtern und introvertiert, wuchs behütet auf. Doch mit 16 Jahren weiß sie bereits, dass sie den Familienbetrieb übernehmen will. Sie macht Abitur, eine Banklehre und studiert Betriebswirtschaftslehre. Und dann ist sie noch zu Aldi gegangen. Da stand für mich klar fest, dass das ist es. Sie ist es und sie macht es. Also in den Schoß gefallen ist ihr der Betrieb nicht. Aber so ein Erbe ist schon ein großes Glück, meint sie. Wenn der Spiegel sie covert mit Deutschland, deine Reichen, ist sie stolz. Von höherer Erbschaftssteuer oder Wiedereinführung der Vermögenssteuer hält sie nichts. Marie-Christine Ostermann, das mit dem Spiegeltitel ist natürlich sehr toll, ein großes Kompliment auch oder Lob, wie auch immer. Haben Sie gezögert, ob Sie da mitmachen? Nein, für mich war sofort klar, dass ich das unbedingt machen möchte. Mir ging es nicht darum, Reichtum zur Schau zu stellen. Ich fühle mich jetzt nicht als materiell sehr reicher Mensch. Aber wir haben ein Familienunternehmen. Das ist ein Familienunternehmen unter sehr vielen in Deutschland, die eben das Gros des Wohlstandes dieses Landes erwirtschaften. Und damit meine ich auch nicht nur die Unternehmer, sondern auch die vielen Arbeitnehmer, die in den Betrieben mitarbeiten. Und mein Herzensanliegen ist es, Rahmenbedingungen zu schaffen, dass Familienunternehmen nach wie vor gut wirtschaften können, weil sie eben auch so viel Gutes bewirken, viele Ausbildungsplätze zur Verfügung stellen, Arbeitsplätze langfristig auch sichern, ein gutes Betriebsklima schaffen. Das ist ganz wichtig und das ist ein wichtiger Aspekt vom Reichtum, der eben auch sehr viel mit Verantwortung, mit Arbeit, mit Leistung zu tun hat, aber auch mit sehr viel Bodenständigkeit. Es gibt ja auch einen Satz im Grundgesetz, als Eigentum verpflichtet. Ja, genau so ist das. Haben aber heute manche vergessen, glaube ich. Kann das sein? Ab und zu habe ich auch den Eindruck, dass es, wenn es um Eigentum geht, immer sehr, sofort um diese Neiddebatte geht. Da hat jemand, der hat mehr als ich. Deswegen muss er auch sehr viel abgeben. Natürlich finde ich das auch richtig, Menschen mit viel Verdienst, mit viel Einkommen zu besteuern. Und man muss sich ja auch mal überlegen, dass die oberen 20% der Steuerzahler 70% der Einkommensteuer aufbringen, was ja schon sehr viel ist. Wir haben sehr viel Umverteilung. Aber es ist wichtig, Rahmenbedingungen zu schaffen, dass eben weiter auch sehr viele Arbeitsplätze zur Verfügung gestellt werden können. Deswegen ist ein wichtiges Anliegen für mich bei der Erbschaftssteuer zum Beispiel, dass Betriebsvermögen in den Betrieben bleiben kann, um dort zu arbeiten und Arbeitsplätze zu sichern, für Investitionen beispielsweise. Ich würde gerne von Ihnen noch wissen, wie Sie aufgewachsen sind. Sie haben davon erzählt, dass Ihre Eltern Ihnen Werte mitgegeben haben, dass Sie auch früh Verantwortung gelernt haben und auch sehr behütet gewesen sind. Haben Sie eigentlich auf dem Gymnasium auch mit Kindern zu tun gehabt, die aus ganz anderen sozialen Schichten kamen? Ja, ich bin in Hamm auf ein ganz normales Gymnasium gegangen, ein öffentliches Gymnasium auch. Da waren halt alle Kinder, die sonst auch so in Hamm
Leben, die aufs Gymnasium gegangen sind. Da waren ganz unterschiedliche Kinder dabei. Mhm. Ich habe mich da sehr wohl gefühlt. Also ich habe eigentlich eine ganz normale schulische Laufbahn gemacht, wie jedes andere Kind auch. Ich habe allerdings festgestellt, während meiner schulischen Laufbahn, dass so Dinge, die wirklich wichtig sind, die man wissen müsste als junger Mensch. Wie geht es später mit mir weiter? In welche Richtung will ich gehen? Wie funktioniert eigentlich Wirtschaft? Was ist ein Unternehmen? Was ist eine Aktie, eine Dividende? Wie bildet sich ein Preis? Diese Zusammenhänge, die wurden überhaupt gar nicht unterrichtet. Weshalb ich mich danach dann für eine kaufmännische Ausbildung, eine Banklehre entschieden habe. Und ich glaube, dass es vielen jungen Menschen sehr stark weiterhelfen würde, wenn es wirklich ein Pflichtfach Wirtschaft in den Schulen geben würde, damit Menschen mehr darüber wissen. Dann noch ein Pflichtfach Europa, weil es so wichtig ist, Gesundheitsbildung, gegen Rechtsradikalismus, gegen Drogen, immer wieder was obendrauf. Und dann sagen alle, die Schule ist zu, da ist zu viel Druck in der Schule. Wir brauchen Kompetenzen, die sind auch beschrieben, ökonomische Grundkompetenzen aus Verbrauchersicht, aus Unternehmenssicht, aus Arbeitnehmersicht. Also das ist mir zu einfach. Es wird so schnell nach neuen Fächern gerufen. Aber dann frage ich Sie doch mal, alle reden über eine Gründungskultur in Deutschland. Ja, wie sollen junge Menschen, wie sollen die Lust auf Gründungen, auf Unternehmen bekommen, wenn sie noch nie einen Unternehmer erlebt haben, wenn sie gar nicht live mal erlebt haben, wie toll das ist und wie viel Spaß das machen kann. Und Wirtschaft gehört ja nun essentiell zu unserem Leben dazu, weil jeder muss ja irgendwie sein Verdienst erarbeiten. Das bestreite ich nicht, aber ich bestreite, dass es dafür ein einzelnes Fach braucht. Wir haben zum Beispiel super Erfahrungen mit Schülerfirmen gemacht. Da managen Schülerfirmen zum Beispiel den Tag der offenen Tür einer Schule. Da lernen die das auch, da lernen die das aber anwendungsorientiert. Und allein diese Fachdiskussion, deswegen habe ich jetzt, jetzt muss Programmieren noch ein Fach werden, also alles immer neu als Fach. Die Welt in den Köpfen der Kinder und Jugendlichen, die ist aber nicht fächerstrukturiert nur, wir brauchen natürlich bestimmte Fächer, aber, sondern die ist ja sachzusammenhangorientiert. Und deswegen kann man die Kompetenzen, d'accord, die brauchen wir, aber die können auch anders vermittelt werden. Das ist eine Instrumentendiskussion, wir brauchen aber eine inhaltliche und eine Kompetenzdiskussion. Also in der Sache haben wir, glaube ich, da weniger Streit, als es jetzt klingt. Dazu sagen, das möchte ich nicht persönlich verstehen, aber dieser Begriff der Gründungskultur oder dass wir mehr Gründer haben wollen oder brauchen, das höre ich komischerweise immer von Erben. Sie sind ja selber auch eine Erbin. Sie haben ja auch nicht von null angefangen. Das höre ich sehr selten von Menschen, die das wirklich selber gemacht haben. Ja, das kann ich Ihnen auch erklären, woran das liegt. Da sind wir wieder bei dem Thema, dass meine Eltern mir von Anfang an vorgelebt haben, wie viel Freude das machen kann, selbstständig zu sein, unabhängig zu sein und wie viel Spaß das macht, Arbeitsplätze zu schaffen und eine gute Leistung für die Kunden. Und mein wichtiges Anliegen ist, das auch weiterzugeben an andere junge Menschen. Und ich habe die Gründungskultur angesprochen. Ich sehe da natürlich auch mit im Boot die Tatsache, dass es sehr viele Familienunternehmen gibt, die jedes Jahr einen Nachfolger suchen, jemanden, der bereit ist, so einen Betrieb in die nächste Generation zu führen. Das wird auch immer schwieriger. Es erklären sich immer weniger junge Menschen bereit, so etwas zu tun. Deswegen muss man einerseits die Gründungskultur stärken, aber auch die Motivation stärken, Familienbetrieb zu übernehmen. Und das geht natürlich gut, indem Unternehmer in die Schulen gehen, indem es so ein Fach gibt wie Wirtschaft, wo den Kindern durch Menschen aus der Praxis und nicht nur theoretisch vermittelt wird, wie viel Freude das macht und wie positiv das ist. Eine Frage habe ich noch zu Ihrem Unternehmen. 150 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Warum haben Sie keinen Betriebsrat? Wir haben keinen Betriebsrat, weil das Arbeitsklima bei uns sehr gut ist. Wir hatten einen, den gibt es heute nicht mehr. Die haben irgendwann gesagt, die Türen zu den Chefs stehen immer offen. Ob jemand zu meinem Vater will oder zu mir, kann er jederzeit kommen. Wir können über alles sprechen. Wir haben sehr gutes Arbeitsklima und deswegen gibt es bei uns keinen Betriebsrat. Ich finde ja doch immer wieder bemerkenswert, dass der Gründer der Drogeriekette DM, Götz Werner, nicht nur das Grundeinkommen für alle fordert, was ja sehr, sehr umstritten ist, sondern dass er eben auch gesagt hat, nee, also mit dem Erben, das ist jetzt nicht mein Ding. Also meine Anteile gebe ich in eine Stiftung und meine Kinder sollen jetzt mal selber sehen, wie sie im Leben weitermachen. Können Sie das nachvollziehen? Ich kann das nachvollziehen. Ich finde das auch vollkommen in Ordnung, wenn jemand so entscheidet. Ich finde es aber auch sehr wichtig, dass beispielsweise mein Vater hat mir 30% des Unternehmens vererbt und irgendwann werde ich die restlichen Anteile auch übernehmen, aber nicht um mich privat zu bereichern, sondern mit dem Ziel, dieses Unternehmen weiterzuführen und das ganze Geld, was das Unternehmen erwirtschaftet, im Unternehmen auch
zu lassen für Investitionen und für die Arbeitsplatzsicherung. Das ist der Sinn und Zweck des Ganzen. Unser Thema heute war Chancengleichheit, Aufstiegsmöglichkeiten, ja oder nein, Durchlässigkeit einer Gesellschaft. Sie haben unter anderem mit Thomas Sattelberger gesprochen, dem früheren Personalchef von der Telekom. Und Thomas Sattelberger hat einen bemerkenswerten Satz gesagt, den ich mir aufgeschrieben habe. Die Fiktion der Durchlässigkeit des Systems hat eine zentrale Alibi-Funktion für die herrschenden Herrschaftsverhältnisse. Das ist ein Satz, der von einem so mächtigen Manager gesagt wird, der sagt, eigentlich gibt es gar keine Durchlässigkeit. Eigentlich ist das im Grunde nur ein Alibi. Teilen Sie diese Ansicht? Ich teile diese Ansicht. Es gibt Studien, die das sagen. Herr Sattelberger sagt es durch seine Erfahrung. Auch andere Leute sagen das durch ihre Erfahrung. Thomas Piketty, wie auch immer, Leistung zählt oftmals nicht mehr. Ja. Es wird durch eine Art von Kapital, das eine Familie hat, wird auch dann der Status der nächsten Generation fortgepflanzt. Und es ist sehr schwer, sich einfach so ein Ding zu erarbeiten heutzutage. Mhm. Ist einfach sehr schwer, nochmals so zu schaffen. Ja. Also ich will da jetzt gar nichts irgendwie wegnehmen oder so. Das ist gar nicht mein Ding. Aber das funktioniert ja auch. Ja, es ist aber heutzutage sehr viel schwerer, weil immer wieder die gleichen Leute vielleicht auch zirkulieren. Herr Malafani, wenn Sie es beobachten, die Aufstiegsmöglichkeit, Sie beschäftigen sich genau mit diesem Thema, ist es schwieriger geworden, so wie es Herr Maurer sagt heutzutage, im Vergleich zu von vor 30 Jahren? Vermögen anzuhäufen, ja. In jedem Fall. Also das zu gründen, auch Firmen zu gründen. Firmen zu gründen, in denen man wirklich so ein großes Erbe weiterreicht, ist unheimlich schwer. Und diese Sache, dieses Narrativ der Durchlässigkeit, man kann das, wenn ich das in dem einen Beispiel noch exemplarisch sagen darf, sehen. Bisher wurden Chancen nur verbessert durch Expansion. Also nicht dadurch, dass man jemandem was weggenommen hat, sondern nur dadurch, dass wir mehr Leuten die Möglichkeit geben. Und wir sehen das an Frankreich, da machen mittlerweile fast 100% Abitur. Und die Selektionsmechanismen sind trotzdem praktisch da geblieben. Die sind nur nicht mehr im Schulsystem, sondern später auf dem Arbeitsmarkt. Vielen herzlichen Dank an meine Gäste heute Morgen. Wir haben ja live diskutiert, meine Damen und Herren. Es gibt schon noch eine Zahl, die mich beeindruckt hat. Gerade mal 15% der Deutschen, nach Allensbach, sind der Meinung, dass die wirtschaftlichen Verhältnisse hierzulande wirklich gerecht sind. Also gibt es viel zu tun. Sie können heute damit anfangen. Es ist Sonntag. Ich wünsche Ihnen einen sehr schönen. In diesem Sinne, nächsten Sonntag sitzt hier Matthias Bongardt. Bis dahin. Tschüss zusammen.